Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo, guten Tag. René. Finally, the rock has come back home. Und Sonja, hallöchen. Heißt das nicht, you have to see what the rock is cooking? Oder nein. Sowas? Did you smell what the rock is cooking? Man muss die Augenbrauen jetzt mal hochziehen. Ja, habe ich die ganze Zeit gemacht. Alle Augenbrauen, die ich habe, waren oben. Sonja fragt sich gerade, was geht zu Ali? Er ist doch noch nicht frei. Schlägt Corona aufs Gehirn, ist aufs Gehirn geschlagen. So, René ist wieder da. Ach so. Preise den Lord. Geht's dir wieder gut? Ja, Gott sei Dank habe ich das Schlimmste überstanden. Noch ein bisschen Husten, Nase noch ein bisschen verschnupft, aber ich bin wieder negativ und die Family ist auch negativ. Wir sind durch. Das reicht für dieses Jahr. Hast uns den Trip nach Langenfeld versaut. Genau. Wir wollten euch eh nicht hier haben. Haben wir gedacht, Also, kann man sich mal Corona einfangen? Einfach so ein Corona-Test gefaked. Genau. Das hab ich gestern gemacht. Sehr schön. Die Große hat sich hier getestet und hat dann halt den Test auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Dann habe ich den halt so ein bisschen angemalt mit so einem Edding, halt so einen zweiten Strich rein. Kam nicht so gut an, der Gag. Kam gar nicht gut an. Zumal wir halt jetzt auch, also wenn ihr diese Folge hört, sind wir gerade im Harz unterwegs, weil wir haben jetzt einfach umgebucht. Wir wollten eigentlich zu René fahren. Wir verbringen jetzt einfach ein paar Tage spontan in Braunlage. Das ist nicht so weit und auch schön da. Ne? Wer den Harz kennt, ja, weiß, definitiv. Harz ist cool. Ich finde das immer so lustig, wenn man da wird man so belächelt, fährst einfach in Harz. Ja, warum nicht? Ist doch cool. Wie gesagt, ja. So eine Stunde Anfahrt ist nicht so viel Gurkerei mit den Sprit, genau. Ist eine andere Umgebung, eine schöne, kannst du das unternehmen. Ja. Wie sagte der Kollege, einfach mal eine andere Tapete sehen. Richtig. Nee, das haben wir jetzt irgendwie umgebucht. René, wir müssen das dann irgendwie, es gibt Planung für nächstes Jahr. Ja, größere Planungen. Größere, ja? Ja, mal gucken, ob das gut geht. Aber genau, das war uns dann zu heiß, irgendwie diese ganze, so weil Sonja dann auch irgendwie sagt, oh, ich war ja dann irgendwie, was hat es gesagt, 10, 12 Tage, irgendwie sowas. Mhm. Und dann haben wir halt mal ein bisschen hochgerechnet und gesagt, so, oh, das wird uns jetzt zu knapp und wenn man dann spontan noch was sucht, ist auch doof. Jetzt sind wir im Airbnb im Braunlager. Ein paar Spiele werden eingepackt, ich habe schon ein paar auf die Liste gesetzt, aber nur für Kerstin und mich und die Kinder. Mal gucken, was da auf den Tisch kommt. Ich werde dann berichten. Macht das. Sehr schön. Ja. Alles fein. Freue mich schon. Soll gutes Wetter werden. Das wird cool. Bestimmt. Ja. So, jetzt habe ich hier. Ich muss jetzt hier Mundschutz tragen, damit ich hier nicht für euch Corona einfange. Hier im Podcast. Ja, genau. Wir, Sonja und ich sind ja schon durch jetzt, durchgeseucht. Du bist jetzt das schwache Glied in der Kette. Ja. Ich habe schon bei meinem einen Arzt, der mich geimpft hat, habe ich ja schon gefragt, wann die jetzt den zweiten Booster machen, ab September, also nach meinem Urlaub. Ja, das ist das Schöne, ich bin jetzt geboostert, tatsächlich für den Herbst, das spare ich mir jetzt. Naja. Und wie mir jetzt eine Ärztin heute noch erzählt hatte, ist es wohl sogar tatsächlich günstiger, wenn man sich einmal den Virus eingefangen hat, weil das Immunsystem dann besser ist, als wenn man nur geimpft wird. Und günstiger auch für die Krankenkasse. Das hängt davon ab, wie krank man ist. Ah ja, stimmt. Okay, ja. Aber zum Glück war das ja bei euch nicht so. Nein. So, Sonja wühlt schon im Dokument rum, die möchte über die Frage der Woche reden. Ne? Genau. Und zwar haben wir diesmal keine aufgenommene, aber wir haben eine schriftliche Frage aus unserem Discord-Channel. Kommt dorthin, wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, wenn ihr mit uns sprechen wollt. Und zwar hat FP Raoul gefragt, was haltet ihr von AI-generierten Bildern und meint ihr, dass dies zukünftig in der Brettspielszene genutzt werden könnte, beziehungsweise diese auch verändern? René, klär uns mal auf, was das für Bilder sind. Vielleicht, wer das nicht kennt.
Wie genau die funktionieren, weiß ich auch nicht, aber es sind halt von einer AI, also von einer künstlichen Intelligenz generierte Bilder, die werden also mit vielen Testdaten gefüttert und so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man da halt bestimmte Schlagwörter eingeben, weiß ich nicht, Bär, Schloss, Stein, Krümel. Ja, es gibt da, und, es gibt da von Google zum Beispiel so ein Projekt, DALL-E 2 gibt es da und noch ein anderes. Ich weiß jetzt nicht, welches von Google war, also so größere Projekte und ich glaube, da gibt es auch jetzt kleinere AIs, die halt, die du halt mit einem ganzen Satz füttern könntest. Ein Astronaut reitet auf einem Einhorn über den Mond oder sowas, dann kriegst du da halt irgendwelche Bilder, also dann baut ihr dir da irgendwelche Bilder aus irgendwas zusammen und ja. Genau, die haben halt im Endeffekt hier im Hintergrund ist eine große Bibliothek an Bildern eingelesen worden, die entsprechend verschlagwortet wurde. Also wenn jetzt zum Beispiel Astronaut, dann weiß er halt, welche Bilder mit Astronauten sind und welche Bilder mit Monden sind. Und aus diesen Informationen, also Astronauten, baut der halt einen eigenen Astronauten, der halt, oder die, ein eigenes Bild, das diesen Kriterien, diesen Schlagwörtern entspricht nach. Und das, was ich jetzt hier, das, was der Raul da geschickt hatte, sah schon stellenweise echt krass aus, was da so rausgekommen ist. Dafür, dass es tatsächlich computergeneriert wurde. Und ja, ich finde das sehr faszinierend. Sie erinnern mich immer so ein bisschen an so Dixit-Bilder. Mysterium, ja. Oder so ein bisschen. Ja, Mysterium, also Dixit. Ja, das ist ja natürlich das, was jetzt der Raoul vielleicht dem auch gefüttert hat oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir die da irgendwie mal in die Shownotes mit reinschmeißen können. Mal gucken, ob ich die da irgendwie reinziehen kann. Ich guck mal. Ja, also es finde ich schon irgendwie krass. Also die hat noch ein bisschen Probleme mit menschlichen Gesichtern oder Augen. Ja. Das ist wahrscheinlich aber auch nur eine Sache von Training. Ne? Ja, wobei ich habe auch schon so einen ähnlichen Generator, jetzt nicht für solche künstlerischen Bilder in Anführungszeichen, sondern für so Avatare. Wenn du so Webseiten und sowas programmierst, hast du ja manchmal so den Bedarf nach einem Profilbild von irgendjemanden. Und du willst ja nicht immer dein eigenes oder willst nicht irgendwelche Stockfotos immer benutzen, sondern da gibt es so einen Avatar-Generator, der erzeugt dir aus einer Datenbank von Gesichtern jedes Mal ein neues Gesicht. Also wirklich ein künstlich generiertes Gesicht. Und stellenweise siehst du das, stellenweise ist es aber auch schon so gut, dass es gewisse Hinweise gibt, wo du sagst, okay, guck danach, sind zum Beispiel irgendwelche Merkmale gespiegelt, also ist es symmetrisch, weil die meisten Sachen werden halt irgendwie achsensymmetrisch produziert. Mhm. Zum Beispiel ein Ohrring, wenn der an beiden Seiten gleich ist, ist ein gutes Hinweis darauf, dass es generiert wurde. Okay. Mhm. Also, aber wirklich, du erkennst es fast nicht. Und so sind ja diese Bilder auch entstanden und er hat ja für so ein Fantasy-Setting, für sein eigenes Spiel, was er gerade da am Basteln ist. Genau, Raoul war ja der diese ganzen Spiele hier, diese Print-and-Play-Spiele ja auch. Genau, er hat ja auch ein eigenes, das Grimworld, was Shame on Me immer, habe ich immer noch nicht gespielt. Ich habe es hier liegen, ausgedruckt, ausgeschnitten. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Naja, auf jeden Fall, dafür hat er es gemacht und tatsächlich, man hätte mir auch sagen können, er hatte über irgendeine Plattform einen Künstler engagiert, der ihm die Bilder gemalt hat. Hm. Ja. Ich hätte es jetzt nicht gewusst oder gemerkt, dass es computergeneriert sind. Von daher finde ich das Ergebnis sehr, sehr cool. Ja, viele behaupten ja auch schon, das ist so das Ende der Stockfotografie oder der Stockgrafiken, dieser Stockbilddatenbanken, ja, wo du halt einfach Bilder einkaufen kannst. Da ist jetzt natürlich die Frage, wer hat auf diese Bilder die Rechte? Ja, ich glaube, das ist noch nicht so ganz geklärt. Du hast ja einfach neu das ganze Thema, ne? So, wem gehört das Recht an dem Bild? Also gehört das jetzt der KI, also dem Hersteller der KI oder dem, der den Text da eingegeben hat oder wie oder darf man die kommerziell einsetzen oder ich glaube, das ist ja doch, gut, da wird das muss einmal geklärt werden, das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, das ist ja immer bei Sachen mit KI, solange es noch nicht festgeschrieben ist, ist es schwierig, aber sobald halt einmal dann geklärt ist, ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie auch eine spannende Frage und wie gesagt, das ist ja auch viel eine Trainingssache von diesen KIs und wo da die Reise hingeht. Und
Ich habe jetzt gerade die ganzen Bilder in die Shownotes mit reingeschmissen. Wenn ich mir dieses Schloss, dieses Dornröschen-Schloss angucke, das kannst du halt einfach so benutzen. Also, ne, so als träumerische, bis leicht surreale Grafik, wenn das in ein Spiel reinpasst, wäre das wahrscheinlich gar kein Problem da irgendwie. Genau. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass es natürlich an viele Sachen, wenn das rechtlich geklärt ist, was das jetzt auch für Kosten verursacht, wenn überhaupt, auch deutlich günstiger werden kann. Gerade für diese ganze Print-and-Play-Szene, die ja auf, stellenweise halt auf Grafiken verzichten oder halt selber irgendwas hinhängen oder im Zweifelsfall was teuer einkaufen müssen. Und das hebt doch die Qualität dieser Spiele, glaube ich, enorm an. Deswegen denke ich schon, dass das sehr, sehr sinnvoll sein kann. Weiß jetzt nicht, ob jetzt ein Verlag immer auf so computergenerierte Sachen zurückgreifen muss, weil du möchtest ja auch, manchmal möchtest du ja auch einen gewissen Stil haben. Ne? Ja, richtig. Du möchtest ja einen Menzel haben, weil der genau diesen Art von Stil produziert und das möchtest du haben. Naja, das ist dann aber auch nur eine Frage der Zeit, bis du so eine KI trainiert hast auf eine Menzel-Grafik. Das ist ja auch wahrscheinlich möglich. Ne? Sagst natürlich du einfach, aber, ich hätte gerne den klassischen, den ich sag jetzt mal Standard-Menzel, das ist wahrscheinlich ein Klotz oder ich möchte ein Klick oder ich möchte jetzt einen Clemens Franz. Da ist jetzt wahrscheinlich halt einfach die Brettspielszene auch zu klein dafür, aber ja, ich glaube eher das Problem wird sein, wenn du sehr spezifische Sachen haben möchtest, wenn du jetzt, weiß ich nicht, bleibe jetzt mal bei Menzel, sagen wir es, ich hätte gerne einen mittelalterlichen Markt, wo ein Händler einem anderen Typen was verkauft. Das wird schwierig, glaube ich, bei einer KI, dass du es so weit runtergebrochen kriegst. Aber wenn du so allgemeine, so Hintergrundbilder oder so Fillerbilder haben möchtest, oder hier, wie hieß hier bei Brügge, wo doch ja alle Personen einzeln gezeichnet wurden von Menzel. Sowas kannst du natürlich dann über eine KI wahrscheinlich deutlich schneller und preisgünstiger machen, als wenn einer sich hinsetzt und die ganzen Figuren malt. Ob der Verlag das dann möchte oder nicht, ist dann immer die andere Sache. Ja, also das, was der Raoul dann da geschickt, also im Discord da hat er auch gesagt, es kostet halt auch irgendwie 10 Euro im Monat für 200 Minuten Rechenzeit. Also das, die Rechenzeit wird dann halt auch, musst du halt bezahlen. Also das ist, du kannst das auch irgendwie kostenlos. Es gibt auch kostenlose KIs, die sind ein bisschen simpler. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen durchgeklickt und so. Ich glaube, irgendwo taucht da auch im Discord dieses Bild mit der Bratwurst. Wie war das? Bratwurst und Nordsee hat da einer irgendwie den da rausgelassen oder sowas. Also, also alles, was dir halt einfällt. Ich will auch so, weil wenn ich sowas irgendwie nochmal günstig gut finde für uns, vielleicht auch nochmal als Episodenbilder oder sowas bei uns. Einfach so ein Satz aus dem Podcast und dann soll eine KI da was rausbasteln. Das wäre halt auch mal lustig. Ja. Also, spannend. Ich finde das eine ganz spannende Sache, ganz ehrlich. Ja. Ich finde auch die Qualität der Bilder, die er jetzt da rausgeworfen hat, echt. Wie sind das aber auch hier nur die aus den 2000, die er da gemacht hat, die gut aussahen? Ja, aber wenn er die quasi für 10 Dollar oder was auch immer rausgekriegt hat, finde ich es trotzdem sehr beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also für, wenn du sagst, auf diese ganzen Künstlerplattformen gibt es ja, wo du sagen kannst, hier, ich beauftrage Künstler XY für 50 Dollar mir so ein Bild zu malen. Ob das dann schneller ist oder besser, ist immer die Frage, aber ja, ich denke, das ist cool, das kann man auf jeden Fall gut verwenden und ich denke auch, dass man das wieder öfters sehen wird irgendwo demnächst mal. Ja. Bin da gespannt, also ich verfolge das auch so aus dem technischen Interesse so ein bisschen, was da so los ist und was da noch kommt. Ja, danke Raoul, ich glaube aus Karlsruhe, ne, war der Gute, kam über den Discord-Kanal rein. Da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr möchtet. discord.bretterwisser.de. Gibt's hier nochmal die URL. So, Sonja hat gar nichts gesagt. Bist du noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Bist du noch da? Du warst aber weg, ne? Soll ich jetzt anfangen? Ihr habt wieder alle viel mehr Themen als ich. Ach, du stehst oben. Ja, ich war bei Matthias letztes Wochenende. Du warst bei Matthias? In Berlin, genau. Und zwar von Freitagabend bis Sonntag früh. Und wir haben in der Zeit gespielt, ganz viel gespielt. Auf Achse. Ja, wobei wir das tatsächlich nochmal spielen müssen.
Wie, ihr müsst nochmal auf Achse spielen? Wieso? Ja. Was? Weil wir tatsächlich mit den Regeln ein bisschen durcheinander gekommen sind und deswegen. Okay, sehr gut. Ja. Na, wir haben uns aber gewundert und dachten uns so, ah, das dauert irgendwie ganz schön lange und das Ende zieht sich extrem. Und da haben wir erst gedacht, naja, das war damals vielleicht einfach noch nicht so gut durchdacht. Aber wir haben da ein bisschen die normalen Regeln, dann gibt es noch so eine Familienspielversion, da sind wir beim Nachschauen irgendwie durcheinander gekommen. Daher ist der erste Eindruck, den Matthias jetzt hat, nicht ganz richtig. Nochmal in 15 Jahren, nochmal irgendwann gerade rücken oder 25 Jahren eher. Wahrscheinlich eher 35, ja, oh Gott. Wann war das Spiel des Jahres? 88 oder sowas? 85? Weiß ich nicht. Irgendwann in den 80ern auf jeden Fall, ja. Aber auf Achse war doch dieses Spiel mit diesen Gummi-LKWs, oder? Genau. Wo man die Klötzchen drauflegt und irgendwann kann man noch einen Anhänger haben. Und dann fährt man nach Turin. Oder? Ja, man fährt verschiedene Orte an, tatsächlich. ja, also dein Auto kann bis zu 6 Waren laden. Du kannst aber auch beliebig viele Anhänger kaufen, weil so ein LKW kann ja beliebig viele Anhänger mit sich führen. Beliebig viele Anhänger? Ja. Ja gut, es ist durch die Gesamtmenge begrenzt, aber sonst kannst du da beliebig Anhänger kaufen, wenn du so bezahlen kannst. Okay. Und dann geht es darum, Aufträge zu erfüllen. Da sind so Start- und Endorte drauf. In Startorten kannst du Waren einladen, in den Endorten kannst du sie ausladen und bekommst dann Geld dafür. Und diese Aufträge werden versteigert. Also du kannst Interesse anmelden, wenn deine Mitspieler sagen so, ach nö, das will ich dir aber so günstig nicht lassen, dann können sie da mitsteigern oder vielleicht auch selber den bekommen. Und dann muss man das Geld, was man quasi eingesetzt hat, an die Bank zahlen, bevor man den Auftrag nehmen darf. Ja, und dann fährt man da so durch die Gegend. Was wir tatsächlich am coolsten fanden, waren die Ereigniskarten. Es gibt da so verschiedene Punkte, wenn du da drauf landest, musst du eine Ereigniskarte ziehen. Und das sind größtenteils eher positiv, es kann aber auch mal eine Inspektion sein. Oder du wurdest bei irgendwas erwischt, Geschwindigkeitskontrolle, bist zu schnell unterwegs gewesen. Musst Geld zahlen, Strafe oder ich durfte auch einmal aussetzen. Also dieses ganz Klassische aus den Spielen von damals. Ja, war schon ganz witzig. Jetzt mal Hand aufs Herz. Muss man das mal gespielt haben oder funktioniert es heute noch? Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht ganz richtig beurteilen, weil wir eben, also so wie wir es gespielt haben, würde ich sagen, würde ich es nicht nochmal anfassen. Hast du es auch zum ersten Mal gespielt? Nee, ich weiß, dass ich das zu Hause mit meiner Familie ganz viel gespielt habe. Okay. Aber seitdem auch nicht mehr. Bis vorgestern. Nee, bis gestern. Wir haben es gestern nach dem Frühstück haben wir es gespielt, bevor okay. wir abgefahren sind. Okay. Also eigentlich, ich kann das schon verstehen, dass es damals das Tollste war. Also zum einen mit diesen LKW-Figuren und dann eben diese Karten, wo du überlegen musst, wann sammle ich sie ein, wann biete ich mit, damit der andere die nicht bekommt. Und es gibt auch mittlerweile aktualisierte Regeln. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass jedes Mal, wenn man in so einer großen Stadt ankommt, wenn man keine Würfelaugen verfallen lässt, dann darf man eine Karte ersteigern und wenn das der aktive Spieler nicht macht, fällt die Karte weg. Also dadurch wird halt das Spielende herbeigeführt. Mhm. Früher. Also zumindest der Zug, dass du halt, nee, also wir hatten halt gespielt mit, du musst in den Ort kommen und nur wenn du im Ort bist, der auf so einem Auftragsrad Startort ist, dann darfst du da waren, dann darfst du den Auftrag oder um den Auftrag steigern. Und das war halt am Ende völlig doof, weil dann alle nach Brüssel wollten, außer ich, weil ich hatte noch offene Aufträge und ich habe dann auch am Ende gewonnen, weil ich die Zeit, die da rumgewürfelt haben, genutzt habe. So hat es halt wirklich keinen Sinn ergeben. Aber ja, an sich fand ich es gar nicht so verkehrt. Okay. Also ich habe das, glaube ich, auch in den 90ern irgendwie zuletzt gespielt. René? Ja, ich hatte das auch als Kind und habe es auch damals, diesen Reprint, den es ja mal gab, den hatte ich mir auch geholt. Was natürlich damals, glaube ich, auch für ein bisschen für den Erfolg gesorgt hat, war natürlich auch die gleichnamige Fernsehserie, womit das Spiel natürlich null zu tun hat. aber ich glaube schon, dass das damals mit auch zumindest die Wahl des Titels auch beeinflusst hat. Würde ich mal von ausgehen. Manfred Krug und Franz Meerstrong oder sowas. Ne? Genau. Nee, Manfred Krug nicht. Manfred Krug war ja der Schauspieler. Ja, aber der hatte doch, keine Ahnung. Die sind immer irgendwo rumgefahren durch irgendwelche Wüsten.
Genau, wir haben irgendwas erlebt, was total merkwürdig war, aber... Es gibt irgendwo bei YouTube so ein Video, wo er da irgendwie rumfährt und er brennt sein LKW irgendwie hinten. Raimund Harmsdorff, war das das? Nee, der Friedrich Raimund Harmsdorff. Nee, das war ein Schauspieler. Egal, was ist auch immer. Ist auch egal. Gut, ja. Auf Achse. Ich musste gerade mal gucken, weil also es gibt es auch heutzutage noch ohne Probleme. Ich habe es noch bei Schmidt-Spiele. Ich habe es ordentlich in die Kapitelmarke reingeschrieben. Ja, es ist halt vom Design her. Also, ne, heute würde man, glaube ich, den Spielplan ganz anders gestalten. Da ist halt wirklich, da hast du so kleine und große Kreise drauf und dann steht da manchmal ein Stadtname drin. Dann hast du unten ein paar Alpen, oben hast du noch drei Schiffe abgebildet, bei Frankfurt ein Flugzeug. Ja, ich habe gerade geguckt, die Version sah aber schon relativ modern aus. Das ist schon so ein eher so ein grüner Plan, der so aus wie so eine Landkarte schon eher aussieht. Also, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich die mit diesen gelben Kreisen, ne? Mhm. Die sieht mittlerweile auch moderner aus. Okay. Die hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dieser Reprint, den René hat, könnte ich mir vorstellen. Nie aufgepackt. Wer hatte, das war von Kramer Kiesling, oder? Oh Gott. Von Wolfgang Kramer. Ach so, okay, Wolfgang Kramer, ja. Große Zeit. Ja. Gut, ich kann ja auch nochmal ein Follow-up machen, damit Sonja nicht alles erzählen muss, oder möchtest du jetzt erstmal chronologisch dabei bleiben? Nee, wir können, du hast jetzt eh am Ende angefangen, dann kannst du jetzt auch erst gerne weitermachen. Ich hatte ja letztes Mal berichtet, dass ich The Hunger gespielt habe, das war ja unsere Zweierpartie, das war, ist ja dieses Deckbauspiel, ein bisschen Push Your Luck von Richard Garfield, was jetzt bei Pegasus erschienen ist, und wir hatten jetzt am Wochenende mir so ein bisschen so einen Grillnachmittag gemacht und dann waren wir halt fünf Leute. Habe ich gedacht, ach, was spielen wir denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, wir spielen jetzt The Hunger. Fünf Leute, drei Neulinge. Ich hatte das ja auch irgendwie in der letzten Sendung oder bei Instagram auch mal vertwittert, irgendwie, dass ich mich auf eine Mehrspielerpartie freue, und da kam schon so ein bisschen so gemischte Resonanz irgendwie zurück. So, es würde doch ein bisschen länger dauern, denn das tut es auch mit fünf, natürlich. Und das war eine ganz, ganz lustige Runde, weil sich diese fünf Spieler super, jeder hat sich so ein bisschen anders verhalten. Wir hatten jetzt zwei Spieler, die bis zum Ende dieser Laufstrecke tatsächlich gelaufen sind. Die haben sich da ein bisschen Gas gegeben und dann sind die halt, also du kannst, brichst dort ja in dem Schloss in der Spielmitte aus und möchtest so spiralförmig rennst du, dann kannst du nach außen rennen zu so einem Labyrinth, wo du die Rose der, weiß ich nicht, Erkenntnis oder was weiß ich, einsammeln kannst, und dann kriegst du halt Boni, wenn du halt Sachen nicht tust oder was weiß ich. Und ich habe mich zum Beispiel nicht sehr weit vom Schloss bewegt. Ich habe mich dann in diese Küstenregion bewegt und habe mich dort immer so ans Ende der Küstenregion. Und da war dann auch wieder so, wie viele Mechanismen da in diesem Spiel drin steckten, war wirklich schon bemerkenswert. Und als diese beiden Mitspieler zu diesem Endlabyrinth, also zu dem wirklich Endpunkt der Laufleiste gelaufen sind, habe ich so gedacht, so, ich bin mal gespannt, ob die den Weg zurückschaffen. Das war irgendwie achte Runde oder sowas, so auf ungefähr Halbzeit des Spiels. Und eigentlich ist es immer so, dein Dick wird halt während des Spiels dicker. Das heißt, du wirst tendenziell ein bisschen langsamer. Aber die hatten dann so gut die Kombos aufgebaut innerhalb ihres Decks, dass sie es auch tatsächlich, ein Spieler hat es zurückgeschafft, einer hat es dann halt nur in die Berge geschafft. Also wir haben diese Version mit den Bergen gespielt. Das heißt, wenn du in den Bergen warst, kriegst du halt irgendwie 15 Minuspunkte. Und kannst halt trotzdem noch an der Endwertung mit teilnehmen. Also es ging dann schon noch. Auf jeden Fall interessant, aber ein Mitspieler meinte auch, oder der gute Mike, den habt ihr auch schon gehört hier, meinte auch, es wäre sehr, sehr viel, was in dem Spiel abgeht. So, du hast halt diese Missionen, die du einsammeln kannst. Du musst abschätzen, wie weit du läufst. Dann kriegst du über die Mission ja was zu tun. Dann musst du die speziellen Leute ansammeln. Denn wie weit gehst du vor? Wie beeinflussen dich wieder deine Mitspieler? Das passiert nicht ganz so viel, wie ich das erhofft habe tatsächlich. Gerade weil wir uns auf diesen Spielplan so ausgebreitet haben, dass wir uns gar nicht in die Quere gekommen sind. Das fand ich so ein bisschen schade, aber war dann halt so. Und ich habe halt festgestellt, wenn du immer Letzter bist oder immer hinten dran bist, so wie ich das halt war,
ist das für deine Strategie auch scheiße. Weil du dann halt wirklich aus diesem Markt nur noch den ja, Rest, der halt übrig bleibt, einkaufen kannst. Kannst du halt wenig machen. Also das war schon wirklich interessant. Also ich bin mir immer noch nicht sicher dabei, was ich von dem Spiel tatsächlich halten soll. Ich habe da immer noch nicht keine finale Meinung. Ich habe jetzt alle Karten gesleeved. Schon mal ein gutes Zeichen, dass es erstmal auch hier bleibt. Aber es ist ein ganz eigenartiges Spiel und die drei Neulinge meinten auch, es ist halt in der ersten Partie natürlich schwer abzuschätzen, wie weit laufe ich jetzt, so dieser Push-Your-Luck oder wie weit kann ich gehen, damit ich auf der Rückreise auch wirklich im Schloss ankomme. So, das ist dann natürlich erstmal so, da braucht man, glaube ich, zwei Partien tatsächlich irgendwie so ein bisschen Erfahrungswerte. Ja, wirklich ein interessantes Spiel, nenne ich es erstmal so. Wie gesagt, ich bin da auch noch nicht so ganz final drüber, was ich davon halte. Also es ist, auf einer Weise fasziniert es mich, weil es auch so ein Spiel ist, was mir jetzt in meinem Regal auch so ein bisschen, was ich nicht so habe, so Deckbau und Laufen, so Klonk habe ich nicht mehr. Das führt so ein bisschen für mich immer noch diese Lücke tatsächlich. René, ich hätte es gerne mit dir ausprobiert. Ja. Vielleicht irgendwann mal, irgendwann, im Herbst. Irgendwann mal, genau. Den muss ich so lange noch behalten. Oder wenn ich zu Sonja fahre. Ja, also zu fünft, es funktioniert auf jeden Fall zu fünft. Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal zu fünft spielen. Vielleicht eher zu viert. Aber es ist trotzdem irgendwie nett, immer drei Karten zu haben, die dann auszuspielen. Obwohl der eine Mitspieler hatte dann auch, okay, ich habe jetzt hier, dann ziehe ich noch eine nach, dann kann ich noch das machen, dann kann ich noch das machen, dann spiele ich noch einen Jahrmarkt und kaufe noch ein Dorf und... Also, zwar jetzt die Dominion-Bezug, aber so ungefähr war das denn halt so. Diese Kettenkombination kannst du dir in deinem Deck auch wirklich zusammenbauen. Das funktioniert schon so. Wenn man halt vorne immer dran ist und ersten Pick auf den Markt hat. Wenn man nur letzter ist, kriegt man nur den euren Priester zum Jagen, der nicht weglaufen kann. Ja, ich bin immer noch, also ich bin noch hin und her gerissen, ob ich das mal ausprobieren sollte oder. Ich habe die Gruppe dann auch nochmal auf das Artwork angesprochen. Sie fanden es nicht schön, aber es ist was anderes. Das war die Aussage. Okay. Ja, es ist halt kein Michael-Menzel-Mittelalter-Grafik. Das hatten wir ja letzte Woche schon das Thema. Aber wie gesagt, es fasziniert mich auf jeden Fall noch und wie gesagt, Sleeves sind jetzt erstmal drum, weil die Kartenqualität auch so ein bisschen fragwürdig war. Aber es ist immer cool, wenn so ein Spiel gesleeved in so ein Inlay reinpasst. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Ich habe da, glaube ich, irgendwie eine Büchse der Pandora geöffnet. Es ist vorbei jetzt, es geht nicht. Ich brauche neue Sleeves. Schon wieder alle. Ja. René, hast du auch was? Ob ich was habe? Du hast was bekommen. Ich habe was bekommen. Nee, da kann ich später drüber erzählen. Ich möchte erstmal über Sachen, die ich tatsächlich mal öfters jetzt gespielt habe. Und zwar waren wir im Urlaub, bevor uns die Seuche dahin gerafft hat. Ja, ich podcaste hier im Urlaub. Ja, ich setze mich hier in meinen Urlaubstagen hin. Ich bin immer noch krankgeschrieben, also immer noch, ja. Bleiben Sie ruhig. Nein, und zwar habe ich mir kurz bevor wir in den Urlaub gefahren sind, noch ein paar Kinderspiele zugelegt. Mhm. Und zwar einmal mit Quacks und Co. nach Quedlinburg und auch schon Clever. Die beiden Sachen sind tatsächlich auch relativ gut angekommen, bei der Familie sogar. Vor allem Quacks und Co., ist eigentlich, ich hätte so vom Gefühl würde ich sagen, das ist tatsächlich auch ein Familienspiel. Ich habe dir das ja, du hast, ich glaube, wir haben drüber gesprochen, ne? Ich habe dir gesagt, das könnte bei euch auch gut funktionieren, ne? Ja. Hat mir Leute drüber gesprochen, privat. Genau, du sagst auf jeden Fall, habe ich mir das angeschaut. Ich, hier, die Quacksalber, habe ich, glaube ich, einmal damals in Tann mit euch zusammen gespielt, seitdem nicht mehr. Mhm. Deswegen kann ich jetzt die von den, wie sehr das tatsächlich vereint ist, nicht zu sagen. Aber ich fand es tatsächlich ein sehr gelungenes Kinder-Familienspiel, weil es da tatsächlich auch schön mit der Familie ist.
Das Schöne dabei ist, du kannst das ja in unterschiedlichen Leveln spielen. Du fängst am Anfang an und es ist ja so, dass du musst eine Laufstrecke ablaufen und du musst jede Runde aus deinem Beutel musst du einen Chip rausziehen und da steht unter anderem eine Zahl drauf und es ist meistens ein Gemüse drauf abgebildet. Die Zahl bestimmt immer, wie viele Schritte du vorwärts gehen kann und das Gemüse hat noch immer eine Spezialfähigkeit. So, und so sammelst du halt die unterschiedlichen Gemüse. Und in der ernsten Version gibt es halt 4 unterschiedliche Gemüsesachen, die du machen kannst. Mhm. Wenn du das in der erweiterten Variante machen möchtest, dann kommen noch 2 Gemüse hinzu, die dann noch 2 weitere Spezialfähigkeiten machen. Und wenn du dann das komplette Ausbaustufe haben möchtest, hast du dann quasi nicht nur die A-Seite dieser Spezialfähigkeit, sondern auch eine B-Seite, sprich noch eine andere Variante des jeweiligen Gemüses. Und so kannst du halt nach und nach ein bisschen mehr Komplexität in das Spiel mit reinbringen, bis es nachher full blown ist. In Anführungszeichen. Ja, es ist immer noch unteres Familienspielniveau dadurch. Ne? Es ist immer noch ein Kinderspiel, Familienspiel. Ich finde, es ist so an der Grenze auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann die Familie damit sehr viel Spaß haben, weil du natürlich auch da, du kannst dich entscheiden, was versuchst du für eine Strategie zu machen. Ne? Versuchst du viele Edelsteine zu machen, mit denen du neue Chips kaufen kannst? Versuchst du mehr die hochwertigen Chips zu bekommen, damit du große Schritte machen kannst? Oder guckst du mehr nach den Spezialfähigkeiten, wie dass du einmal irgendwie einen Würfel werfen darfst oder wieder einen Chip in den Sack reinschmeißen kannst? Und so weiter. Oder es gibt auch dieses Traumkraut, was dich quasi, das sind glaube ich im Original wären es diese Knallerbsen, ne? Mhm. Ne, wo du quasi eine Runde aussetzen musst und dich nicht bewegen kannst. Da kannst du ja auch darauf hinarbeiten, dass du so Kleeblätter sammelst, dass du dann dich trotzdem bewegen darfst. Also da kannst du schon auch verschiedene Strategien dir mal überlegen, wie man so ausprobieren könnte, ob das jetzt schlussendlich immer wirklich eine Auswirkung hat oder ob es einfach tatsächlich sehr viel Glück ist. Wie du spielst, kann ich jetzt nicht so sagen, so oft haben wir es dann nicht in verschiedenen Strategien ausprobiert. Aber es waren alle sofort im Spiel drin. Es ist eine sehr kurze Rundenzeit, also du ziehst eins, läufst 2 Felder und der nächste ist dran. Das geht relativ zügig, wenn alle einmal das Prinzip verstanden haben. Genau, es macht dann auch nichts, wenn da einmal dieses Traumkraut, das ist mehr oder weniger aussetzen. Das ist zwar ein bisschen ärgerlich so für den Moment, aber es dauert halt auch nicht denn super lange, bis du wieder drin bist. Und es hat den Vorteil, du brauchst du musst ja diese 3 Traumkräuter, die du im Sack hast, mindestens einmal ziehen, damit du alle deine Chips wieder reinnehmen kannst und auch um neue Sachen zu kaufen. Weil du kannst nicht einfach sagen, oh, ich habe hier 20 Edelsteine, ich kaufe mir jetzt was. Nein, sondern du kannst es erst, wenn du 3 Traumkräuter gezogen hast und du alle Chips wieder reinnehmen musst in den Sack. Von daher ist es auch nicht wirklich negativ, so ein Traumkraut zu ziehen, also es ist negativ, wenn du ganz am Anfang 3 ein Traumkraut hintereinander gezogen hast und nichts machen konntest, weil du überhaupt nicht ziehen konntest. Das ist uns einmal tatsächlich passiert, aber hat sich natürlich im restlichen Spiel nachher wieder relativiert, dass die Leute dann trotzdem rangekommen sind. Also es war okay, also es ist jetzt nicht dramatisch. Nee, das hat mir echt gut gefallen, der Familie auch, und ich denke auch, das ist so untere Familienlevel oder Kinderspiel kann man sehr schön mit einsteigen, und vor allem das Hochheben des Schwierigkeitsgrads oder der Komplexität, sagen wir so, macht es echt dann zu einem tollen Spiel. Ja, bin da ganz bei dir. Und halt Material ist auch super. Ja. Na, das war rundherum eigentlich eine schöne Sache, sehr gelungen. So, dann haben wir noch auch schon Clever gespielt, was ja die Kindervariante von ganz schön clever ist, wo man jetzt runtergegangen ist und hat jetzt, anstatt Würfelaugen nimmt man jetzt Symbole und als Thema hat man irgendwie so eine Geburtstagsparty ist das. Und da muss man halt Ballons würfeln und Kerzen muss die dann auch in der richtigen Reihenfolge wieder abstreichen auf seinen Block oder kann auch wie bei ganz schön clever in so einer Matrix quasi das abkreuzen, und dann kriegst du halt je nachdem auch wieder deinen Bonus oder du kriegst halt Punkte, also Sterne, die du bekommen kannst, und nachher gewinnt derjenige, der die meisten Sterne hat. Also ein relativ simplifiziertes ganz schön clever, was aber noch diesen Kernessenz hat. Du würfelst
und nimmst dir dann die Würfel und die anderen haben noch die Würfel übrig und dürfen dann auch noch was tun, das ist erhalten geblieben. Genau, also das hatte ich auch in der Sendung, wo ich schon mal drüber gesprochen habe. Es ist halt krass, dass in beiden Spielen so dieser Kern ist immer noch so vorhanden. Du siehst halt immer noch so diesen Kern des großen Vorbildes, so dass der noch irgendwie so extrahiert wurde und dann trotzdem in so Junior-Varianten funktioniert. Das finde ich total faszinierend. Ja. Wobei, also ja, das ist auch bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 6, ist das gut angekommen und sie hat es auch relativ schnell verstanden. Das Einzige, was tatsächlich schwierig war, war dieses mit dem, wenn du das ankreuzt, darfst du hier noch einen Bonuskringel setzen, dann darfst du hier noch einen Kringel machen. Das fand ich unglücklich gelöst, wie von der optischen Darstellung. Dass du erkennen musst, okay, wenn ich jetzt hier ein Kreuz mache, da ist so ein roter Ring drumherum, also das heißt, ich darf in Rot auch noch ein Kreuz machen, fand ich von der Darstellung schwierig, war auch, glaube ich, so der schwierigste Punkt, wo meine Tochter sagen muss, warum, ach so, da ist so ein Kreis drumherum, deshalb. Aber dann irgendwann hat es auch dann geschnackelt bei ihr. Was ich aber schade finde, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das so grundsätzlich bei den Kindern aussieht, aber dass man auf diese merkwürdigen Symbole gegangen ist, anstatt Augenzahlen zu verwenden. Also du meinst Kuchen und Kerzen? Ja, genau, Kuchen, und Kerzen und Ballons. Ich glaube, also die Kinder, also soweit ich das immer mitbekommen habe, die 5-Jährigen, die können mit den Augenzahlen auf Würfeln schon sehr gut umgehen. Die wissen, was 5 und 6 ist. Ob es jetzt da gebraucht hätte, dass man da ein Cookie oder ein Donut oder eine Kerze oder ein Ballon oder ein Geschenk drauf hat, weiß ich nicht. Achso, du meinst dann einfach irgendwie rote 5 oder sowas? Also ein roter Hintergrund und eine Zahl oder was? Also so ganz abstrahiert. Genau. Weiß nicht, ob es das andere gebraucht hätte. Ich fand es stellenweise etwas merkwürdig, mit diesen Symbolen zu würfeln. Wobei meine Frau dann sagte auch, ja, dass das wohl mittlerweile echt schwierig ist, dass halt Kinder, die jetzt in die Grundschule kommen, das auch nicht mehr können. Die Zahlen erfassen. Mit den Augenzahlen von Würfeln, dass das vielleicht mit ein Grund sei, dass man sich dafür entschieden hat. Aber weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hätte dem Spiel nicht geschadet, es halt mit den Augenzahlen zu machen in irgendeiner Art und Weise. Aber ja. Es hat trotzdem funktioniert. Du kannst ja noch mal ein bisschen umbauen. Nee, wir spielen das jetzt so oft und dann steigen aufs ganz normale, ganz schön clever irgendwann um. Und dann hast du ja noch 3 andere Spiele, die danach noch kommen. Ja, wie gesagt, ich finde immer noch diese Faszination, dieser Kern, dieser erhaltene Kern da drin. Ja, die sind beide sehr gut geworden, sind gute Spiele. Kann man also jedem mit seinen Kindern empfehlen. Ja. Gut, Arne, möchtest du mal weitermachen? Soll ich weitermachen? Ja, lass uns mal in dieser Kinderrichtung bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in diesem Spiel, in diesem Podcast schon über das Spiel Schüttels geredet habe. Erinnert ihr euch daran? Nein, ich habe das nämlich neulich mal wieder rausgekramt. Das ist auch so ein Spiel, was bei mir schon Ewigkeiten im Schrank liegt und wirklich öfter gespielt wird. Also das ist so ein... Ah, das ist von Zoch-Spiele, also schon mal den Verlag schon mal richtig entsprechend einordnen. Schüttel. Ich habe es tatsächlich auch gespielt und für mich ist es gar nicht so sehr Kinderspiel. Ja, aber es kommt natürlich sehr kindlich daher. Ja, das auf jeden Fall. Hast du das jetzt erst gespielt oder was? Nee, damals, als es rausgekommen ist. Okay. War das? Ja, ist schon ein paar Tage her, aber ich finde, das ist für mich so ein Spiel, was so... Ich gucke gerade bei Boardgaming und staune über die Wertung. Naja, ist mir auch egal. Ich feiere das immer noch total ab. 2017, also ist mal schlanke 5 Jahre alt. Schüttels ist halt ein Spiel, was ich auch mit der Familie spielen kann. Deswegen hatte ich es mal wieder rausgekramt, weil ich wieder Bock drauf hatte. Bei Schüttels geht es darum, du hast einen Würfelbecher. Da sind aber keine Würfel drin, sondern da kommen 15 so diese Mensch-ärger-dich-nicht-Standard-Pöppel rein aus Holz. Und dann geht es darum, aus diese 15 Pöppel oder Spielfiguren rauszuwürfeln oder rauszukippen, die
Chance, aber die Schwierigkeit besteht jetzt einfach nicht darum, einfach alle fünf, einmal den ganzen Würfelbecher umzudrehen, alle 15 rauszuschmeißen, sondern halt so die Hälfte, oder es müssen halt welche rausgewürfelt werden oder rausgeschüttet werden, oder und der Rest muss halt drin bleiben. Und dann kannst du halt mit einer bestimmten Anzahl, was halt noch drin bleibt in deinem Becher, oder was raus, ja doch, was drin bleibt im Becher, das bestimmt dann die Aktion, die du machen kannst. Also wenn du halt nur noch 0 oder 1, nee, es geht darum, wie viel draußen sind, ist auch egal, also wie viel du rauswürfelst. Wenn du halt alle rauswürfelst, ist halt schlecht, dann legst du halt etwas von deinem Spielgeld, was du hast, in den Markt zum Beispiel. Das heißt, so wie bei, wie wir es bei Monopoly auf frei parken legen quasi. Das sammelt sich dann so im Spielverlauf an. Und irgendwann, wenn du halt eine 14 rausschüttelst, was natürlich schwierig ist, darfst du alles, was im Markt liegt, rausnehmen. Also alles, was alle eingezahlt haben. Aber das ist nicht der coolste Mechanismus, sondern der coolste Mechanismus sind diese sogenannten Handwerkshäuser. Da sind so Leisten drauf. So Leisten, so Werte, wo halt Werte drauf sind, fängt bei 80 an bei manchen und geht dann halt immer höher bis 200 oder sowas. Und wenn du halt dran bist und du würfelst zum Beispiel jetzt eine 5 raus, darfst du halt auf das Handwerkshaus der Nummer 5 einen von deinen Spielsteinen setzen. Und wenn du irgendwann wieder die 5, oder wenn jetzt jemand anders die 5 würfelt, dann setzt der halt auch den Stein auf das unterste Feld. Und du wirst dann halt einen nach oben geschoben. Und so schieben sich die Steine halt immer weiter hoch. Und wenn ich jetzt irgendwann eine 5 wieder würfele oder erschüttele, da darf ich entscheiden, ob ich jetzt wieder von unten einen reinschiebe und meinen ersten noch weiter nach oben schiebe in einen höheren Wertungsregion. Oder ob ich meinen Stein jetzt rausnehme und den auscache und dort halt einfach den Geldbetrag bekomme, der dann halt an der Seite steht, irgendwie 200 oder sowas, 200 Geld. Und das ist halt ein cooler Mechanismus und das Spiel ist komplett chaotisch, aber halt auch super lustig und ich feiere das voll. Und da ist es mir sogar egal, dass da ganz schlechtes Papiergeld drin ist. Und mittlerweile ist auch meine Würfelschale kaputt. Also das ist so eine Filzwürfelschale, die ist mittlerweile schon irgendwie, da sind so Druckknöpfe drin. Kaputt schon. Aber das Spiel lebt halt von Emotionen und das ist, ich hatte es neulich irgendwie bei Instagram gepostet, da hatte ich geschrieben, das ist ein Spiel, wo man sich so dusselig anstellen kann. 15 von diesen Pöppeln, man soll das halt in einer fließenden Bewegung, also soll es halt nicht so wie so ein Salzstreuer, die so rausdrückt, so rausploppen, so plopp, 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 sondern in einer fließenden Bewegung sollst du halt den Becher einmal bewegen nach außen, also dann rausschütten was und dann der Rest wieder hochnehmen. Und wenn du das halt spielst und 5 Leute gucken dich halt an, wie du versuchst, diese Dinger aus diesem Würfelbecher rauszuholen. Oh, das ist so dumm. Aber ich habe da so viel Spaß dran. Und dann verkackst du halt einfach. Und dann würfelst du und dann guckst du rein. Scheiße, keiner mehr im Becher. Es ist eine 15. Na, hervorragend. Aber du freust dich halt auch, wenn du halt so coole Sachen schaffst, wie, weiß ich nicht, halt diese sogenannte, oder die 14. Oder es gibt noch ein paar andere Felder, die so ein bisschen Sonderfelder sind. So, also 1, 3, 5, 10 sind halt sind die bösen Felder. Ich weiß nicht, warum die 3, aber ist halt so. Oder die 7 ist halt auch ein ganz böses Feld. Also genau die Hälfte ist halt. Also, ja, ich hab da Spaß dran und das wird immer bei mir bleiben, das Spiel. Also, egal wie schlecht das alle finden und egal wie schlecht das Papiergeld ist, ich mag das voll. Und ich spiele das nicht nur mit den Kindern. Ja, also wie gesagt, ich war damals auch erstaunt, wie viel Spaß mir das doch tatsächlich macht. Ich habe es tatsächlich leider lange nicht mehr gespielt, was aber einfach daran liegt, dass wir, wie gesagt, Rezensionsexemplare hier im ersten Vorrang haben. Aber ja, ich fand das damals auch, habe es damals auch perfektioniert irgendwie. Zwar habe ich versucht, immer anders den Becher zu bewegen, aber ich habe immer wieder dieselbe blöde Zahl rausgeschüttelt und wollte weitere Partien spielen, weil ich dachte, irgendwann muss es ja besser werden. Es wurde nie besser, aber es war immer ein Riesenspaß auf jeden Fall. Aber du verstehst auch dieses, du musst das jetzt machen, alle gucken dich an, so dieses Lampenfieber. Oh Gott, hoffentlich verkacke ich es jetzt nicht. Und kippst du und es sind einfach alle raus. So, scheiße. Also es steigt auch vielleicht mit dem Alkoholpegel, steigt vielleicht dort auch nochmal, wird es dann nochmal lustiger. Oder man wird vielleicht ein bisschen lockerer im Handgelenk dann. Zumal halt diese Holzfiguren auch echt schwer
beeinflusst sind. Ne? Also ein bisschen chaotisch sind, ist das ja. Also wenn es das irgendwo noch gibt, ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo noch gibt, müsste ich gleich nochmal gucken. Weiß ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie schon out of print ist, aber Shootouts ist halt ein schönes Fun-Spiel, also aber mehr will es auch nicht sein und ja, ich habe Spaß daran. Kann ich verstehen, ja. Shootouts von Bernhard Lach und Uwe Rapp bei Zoch damals erschienen. Haben wir ein Spotlight auf dieses Spiel. René, du kennst das nicht, oder? Nee, ich kenne das nicht. Habe ich dich noch nicht genötigt, das zu spielen? Nein. Das müssen wir dringend ändern. Also bei Brettspielangebote tauchte schon nicht mehr auf. Also ich bezweifle, dass es vielleicht bei Kleinanzeigen oder sowas. Gut, wenn du gerade schon von älteren Spielen redest. Im Urlaub habe ich auch noch ein paar alte Spiele mitgebracht, mitgenommen. Und zum einen haben wir Dominion wieder neu für uns oder wiederentdeckt für uns. Und sind jetzt gerade auch wieder hier zu Hause, haben wir schon wieder ein paar Mal gespielt. Und wir mussten wieder feststellen, dass es doch einfach ein ganz tolles Spiel ist. Ich schreibe jetzt gerade die Kapitelmarke, ich überlege, welchen Verlag ich jetzt da hinten dran schreibe. Für Dominion. Was ist denn jetzt da der aktuelle Verlag? Rio Grande? ASS? ASS. Ist das noch bei ASS? Für die deutsche Ausgabe auf jeden Fall. Okay. Ja, ich habe ja immer noch meine alte Hans im Glück. Hans im Glück Variante. Ja, was habt ihr denn gespielt? Welche Darf ich kurz einwerfen? Auf der BerlinCon hatte ich tatsächlich so eine alte Hans im Glück Variante in der Hand und habe kurz überlegt, ob ich sie mitnehme, einfach weil ich ja nur das Grundspiel in der älteren Ausgabe schon von ASS habe, aber dann dachte ich mir, nee, der Platz ist mir doch zu schade. Oh, was ist da los? Wenn du die richtige Hans im Glück Version bekommst, denn also die, obwohl mittlerweile gibt es glaube ich keiner mehr, die out of print sind, oder? Erweiterung, oder ist mittlerweile alles wieder nachgekommen, ne? Sollte alles wieder verfügbar sein, ja. Mhm. Wobei es ja jetzt schon wieder Neuauflagen oder überarbeitete Kartensets gibt. Ja, da habe ich jetzt auch irgendwie die Übersicht verloren. Aber René, berichte nochmal. Welche Version? Grundspiel oder was? Das Grundspiel hatte ich mit und die Intrige. Also wirklich basic. Ganz basic. Mhm. Und wobei man schon einen Unterschied merkt, ob man die Intrige oder das Basisspiel macht oder das erste Grundspiel. Es waren ja beides Grundspiele. Es waren damals noch beide Grundspiele, aber die Karten bei der Intrige sind schon deutlich textlastiger zum Beispiel. Mhm. Und auch manchmal ein bisschen mehr um die Ecke gedacht, als die Basiskarten aus dem eigentlichen Grundspiel. Mit wem hast du das denn gespielt? Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche. Mit meiner Frau und mit meiner großen Tochter. Okay, weil jetzt die Frage, ob deine Kleine da auch schon mitgespielt hat. Nein, aufgrund des Textes einfach. Ja. Es macht keinen Sinn, ihr da jedes Mal zu erklären, welche Karten sie jetzt da hat. Weil ich finde, bei Dominion kommt es ja auch immer darauf an, dass du so in diesen Spielflow irgendwann reinkommst. Also zumindest jetzt bei uns, bei unseren kleinen Partien hier. Da wird ja gar nicht mehr groß überlegt, beziehungsweise man überlegt ja, während die anderen am Zug sind. So dass das relativ schnell auch geht, dass du schnell wieder dran bist, dass du manchmal noch mit Mischen beschäftigt bist, während du wieder schon wieder dran bist. Mhm. Und das klappt halt mit der Großen hervorragend. Die hat auch dann schnell den Ehrgeiz gepackt und dann da versucht zu gewinnen. Und macht tatsächlich immer noch sehr viel Spaß. Also es ist so schön simpel, es ist so schnell aufgebaut auch, du haust dann da 10 Kartenstapel auf den Tisch und das war's. Mhm. Und ja, und die nächste Runde ist dann quasi genauso schnell auch wieder vorbereitet, nimmst die Kartenstapel entweder weg und nimmst 10 andere oder lässt sie einfach liegen und machst weiter. Also das ist ja immer noch ein tolles Spiel und das ist doch ersichtlich, warum es halt immer noch auch hergestellt und vertrieben wird. Ja, es ist halt krass, wenn ich jetzt so gerade überlege, du hast jetzt sogar zu Dominion auf den Tisch gepackt, so mehr oder weniger, und ich habe jetzt gerade über The Hunger geredet vor ein paar Minuten. So, du hast jetzt einmal so diese Reihenform von dem Deckbau und dann hast du halt dieses The Hunger, wo dann halt dieses, wir haben jetzt noch einen Track, wo wir rumlaufen müssen, oder wenn man jetzt halt so an so ein Dune Imperium denkt oder an Arnak, so
wie weit sich da tatsächlich so dieses Genre jetzt auch oder wie weit dieser Mechanismus jetzt irgendwo anders reingeflossen ist. Ne? Mhm. Das finde ich halt irgendwie faszinierend. Also ganz ehrlich, ich frage mich, ob es nochmal irgendwie so diese Reihenform von so einem Deckbilder nochmal geben wird. Wahrscheinlich nicht. Weil der ist natürlich auch durch Dominion jetzt besetzt. Oder wie siehst du das? Oder wie sieht Sonny, wie seht ihr das? Ja, ich glaube auch nicht, dass es den nochmal braucht in so einer Form. Genau, ist dieser Mechanismus denn jetzt mittlerweile, Anführungszeichen, überholt? Ne, du hast ja gesagt, so, du guckst halt einfach, was du schon auf der Hand hast, während die anderen ihre Züge machen. Da ist ja dieses, du willst diesen Flow haben, du spielst sie jetzt schnell runter, dann kommt der und dann kommt wieder ein anderer Mitspieler, der spielt Jahrmarkt, Dorf, Labor, Dorf. Genau, und du weißt schon, du fängst schon mit den Augen an zu rollen und du weißt, okay, der fängt wieder seine Kombi an, das dauert jetzt. Ja, genau. Ja, das, ne? Aber ich glaube, davon lebt das Spiel halt auch, ne? Dass du dann auch die Karten kennst irgendwann und auch die Gegnerkarten dann kennst. Und ich bin ja ein Freund des Themas, das natürlich auch bei Dominion überhaupt nicht vorhanden ist. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt da mit Thema an bei Dominion, sehr gut. Ne? Es ist halt runtergebrochen auf das Notwendigste. Und ja, da braucht man auch, glaube ich, kein zweites dann für. Ne? Also die nächsten Spiele, die auch da in den Zeitraum dann kamen, haben mir das Thema Deckbau aufgegriffen und haben versucht, es ja in irgendeiner Art und Weise zu erweitern, zu verändern, was Neues hinzuzubringen. Weiß ich nicht, hier bei Trains kam auf einmal ein Spielplan mit dazu. Wie hieß dieser Dungeon Crawler? Thunderstone, hast du halt dann gekämpft und brauchtest sowas wie Licht und sowas, alles noch. Also es hat es ja immer mehr verkompliziert, größer gemacht. Na? Weil das Original halt da war und es war halt das Minimal-Set. Ich glaube, weniger geht schon gar nicht. Ja. Aber das finde ich halt krass, wie halt dieses Genre mittlerweile so überall reingeflossen ist, ne? Ja. Das ist schon crazy. Und was es halt auch für Wandlungen genommen hat, ne? Wenn du jetzt hier, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, das mit den Magiern. Das mit den Magiern? Machen wir jetzt Quizrunde hier. Wo du das Deck nicht mischen musst. Eons End, genau. Mein Gott. Dass du das nicht kennst. Jetzt aber alles vorbei hier. Ja, ich sag ja, Corona schlägt aufs Gehirn. Schwangerschaftsdemenz ist jetzt Corona-Demenz. Genau. Corona-Demenz. Ich hatte eine Ausrede. Ja, da ist ja dann dieser Schritt dazugekommen, okay, du kontrollierst den Aufbau deines Decks, indem du den Ablagestapel kontrollierst, wie du die Karten ablegst. Ja, also was, da gab es ja dann immer Iterationen, wobei der Grundmechanismus ja immer derselbe blieb. Ne? 5 Karten, machst du irgendwas, kaufst neue Karten hinzu und so weiter. Also ich mag diesen Mechanismus auch. Ja, ich mag den ja auch. Also ich schaue mir fast irgendwie jeden Deckbauer mal oder versuche mir die meisten einzuschauen und möchte eigentlich auch viele haben. Und manchmal denke ich mir so, ah, den brauchst du jetzt doch nicht mehr. Ja, aber ja, Dominion ist bei uns wieder aufgeblüht und wird jetzt wieder regelmäßig mal gespielt und wir wollen auch noch Bekannte, eigentlich wollten wir sie in Urlaub machen, aber da kamen wir gar nicht mehr zu, mit denen dann auch nochmal weiter Dominion spielen, die das auch nochmal zeigen. Hast du denn noch Erweiterungen oder ist das hier im Moment so dein einziges, was du hast? Und Und die Blütezeit habe ich noch. Ah, okay. Ja, Blütezeit gehört für mich mit. Also mit Blütezeit ist ja nochmal eine neue Geldkarte dazugekommen. Die ist bei mir einfach immer mit dabei, weil du musst du einfach nicht mehr erklären. Und es gibt ja dann noch die Kolonien, glaube ich, die höhere Punktekarte, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die schmeiße ich halt auch immer. Die ist immer. Das ist bei mir schon Standardset. Und Blütezeit war eigentlich für mich so meine liebste Erweiterung, glaube ich. Sonja, wie sieht denn das bei dir aus? Also bei mir ist tatsächlich die Liebste auch Blütezeit. Ich bin ja damals, also Dominion war ja eins der Spiele, die mich zurückgeholt haben in die Welt der Brettspiele. Mhm. Da haben wir das Grundspiel und die Intrige haben wir dann irgendwann, dass wir zu 6 spielen konnten in der Familie. Und ja, heutzutage versuche ich es zu vermeiden, es zu 6 zu spielen. Ich habe das auch schon zu 6 gespielt, mach dir nichts draus. Ich stehe da bei dir. Aber damals war es halt einfach cool. Wir sind 3 Geschwister, als wir alle 3 Partner hatten, dann, dass wir es aber zu 6 spielen konnten bei Familienfeiern. Mit der Blütezeit haben wir sehr oft gespielt. Ja, das ist nach wie vor meine liebste Erweiterung.
Ich habe ja dann manche tatsächlich erst später kennengelernt, also die, die lange Zeit vergriffen waren, zum Beispiel Hinterland oder Dark Ages. Von den neueren Erweiterungen fand ich die Empires gut. Mhm. Das ist aber wirklich eine für eher viel Spieler, würde ich schon sagen, weil da doch noch ein paar neue Elemente auch dazukommen. Die es, glaube ich, bei Abenteuer das erste Mal gab, hier mit den Ereignissen, da fand ich es noch nicht so gut. In Empires fand ich es dann richtig gelungen. Ja, mittlerweile warte ich darauf, dass ich hier die neueste Erweiterung, die Verbündeten, die kenne ich noch gar nicht. Aber ich freue mich auf jede neue Erweiterung. Ich habe zwar immer gesagt, naja, irgendwann soll es doch mal reichen. Ja, ich bin noch hart. Ich rühre das jetzt nicht mehr an das Thema. Ich habe das ja bei mir jetzt alles komplett auseinandergepflückt. Das habe ich ja auch schon irgendwie mal erwähnt hier. Wo mir so ein Best-of gebaut, bis irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich da noch hatte. Dunkle Nocturne war, glaube ich, die. Und ich ja, die fand ich aber auch nicht so doll. Nee, da habe ich, weil ja René auch vorhin viel Kartentext meinte. Viel Kartentext habe, habe ich die erstmal schon so alle raussortiert. Also ich habe jetzt so Karten, wo ich gedacht habe, die Effekte sind cool und nicht so viel Kartentext und auch nicht dieses, oh, wir brauchen, also diese ganzen Ereignisse und diese ganzen, was, Ereignisse und was gab es noch? Diese Karten, die quer sind alle. Ja, genau. Weiß ich nicht. Habe ich auch alle weggenommen. Und dann gab es ja auch noch diese Wirtshaus-Tableaus und irgendwelche Marker. Und nee, das will ich dann halt bei Dominion halt nicht. Ich kann verstehen, wenn das Leute haben wollen. Aber wenn es dann bei mir halt komplexer werden soll, greife ich dann halt zu dem The Hunger. Da wird es dann kommen. Naja, nicht viel, also ist dann halt eine andere Komplexität oder Dune Imperium oder sowas. Das ist dann halt, das muss mein Dominion dann halt nicht liefern. Ja, aber ich finde es halt schon cool. Dadurch habe ich auch wieder einen guten Grund, es immer wieder auf den Tisch zu bringen und ein bisschen was Neues kennenzulernen. Aber ja, also mit diesen, also wie gesagt, die Ereignisse find ich noch gut. In Empires zumindest, da finde ich, haben sie sich gut entwickelt. Ja, aber dann, manchmal wird es halt auch echt schon zu viel. Ja, ich bin gespannt, was die Verbündeten können. Gab ja auch noch Karten, die du kaufst denn die und dann kannst du die, den Knappen kannst du denn zum Ritter und dann kannst du den zum Edelmann irgendwie upgraden. Und genau, mit Aufwerten oder ja, das ist dann auch zum halbe Stapel, die ersten fünf, wenn die weg sind, wird er umgedreht, dann hast du fünf andere Karten. Genau. Aber die Ratten, die habe ich, glaube ich, mit reingenommen in mein Best-of. Die fand ich cool. Das ist so ein doppelt dicker Stapel und dann, wenn du halt irgendwie eine Ratte ausspielst, kriegst du noch eine andere oder irgendwie sowas war das. Das fand ich irgendwie einen coolen Effekt, dass sie dir dann Deck vermühlen. Ja. Also gesagt, wo ich noch nicht sicher bin, was ich davon halte, ist halt, dass es ja diese vielen überarbeiteten Karten jetzt gibt. Die gab es ja dann erst für die Grundspiele. Mittlerweile gibt es ja auch gefühlt für jede ältere Erweiterung. Ich glaube, dieses Jahr sind alleine Seaside und Blütezeit erschienen. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll. Einerseits bin ich schon interessiert daran zu erfahren, was da geändert wurde. Aber dann denke ich mir, muss ich jetzt wirklich alle meine Sachen hier erweitern und austauschen? Soll ich dir helfen mit deiner Antwort? Nein. Du kennst die Antwort. Die, glaube ich, nicht hören möchte. Du kennst doch die Antwort. Du brauchst es nicht. Ja, aber nein. Es wird ja Gründe haben, warum der Autor meint, nach so langer Zeit, ja, da habe ich mir jetzt überlegt, muss ich nochmal dran? Guck doch mal in deine Plays, wann du das letzte Mal Dominion gespielt hast. Ja, wahrscheinlich, als Menagerie rauskam und ich ganz viel der Dominion Menagerie gespielt habe. Ah, okay. Ja. Naja, wie auch immer, eigentlich wollte ich nur sagen, wir haben ja Dominion gespielt und werden es demnächst auch wieder öfters spielen. Wir werden Dominion spielen und ihr könnt uns nicht aufhalten. Genau. Jetzt lass Sonja nochmal, oder wolltest du es jetzt noch? Ja, nein, das letzte alte Spiel hänge ich noch mit dran, weil es auch für Begeisterung gesorgt hat. Und zwar Love Letter haben wir gespielt. Haben es auch unsere Bekannten im Urlaub gezeigt und die waren erst sehr verwundert, was das denn soll. Ja, wenn man das gar nicht kennt, ist das bestimmt, ist das echt, glaube ich, immer so, okay, du hast jetzt eine Karte, du ziehst eine Karte und spielst eine Karte. Ja. Das war das Spiel, kann nicht sein. Genau. Und es gibt nur 16 Karten, ja, da ist das Spiel ja langweilig. Nein, die haben das Spiel jetzt erstmal gekauft und sagten nur, ja, so hätten sie das Spiel noch nicht mal irgendwie angeguckt, wenn sie es irgendwo gesehen hätten. Weil es hätte sie halt in keinster Weise irgendwie angeregt,
zu spielen, wenn sie es jetzt da nicht gelebt hätten. Auf jeden Fall hatten wir mit Love Letter wieder ein paar sehr schöne, schnelle Runden. Und ja, es ist auch immer noch super zugänglich. Ich muss nochmal fragen, ja, welche Version denn jetzt? Die Pegasus-Version. Aber Pegasus die einfache oder die Big Box denn? Die einfache. Okay. Die uralt-Einfach-Version, mhm, ohne Schnickschnack, 16 Karten aus die Maus. Da finde ich die Big Box ja tatsächlich auch cool, eine coole Sache. Was hat die noch dabei? Die hat nochmal doppelt so viele Karten, dann kannst du die einzelnen Nummern variieren. Okay. Und du hast, glaube ich, eine Null noch mit dabei und Sonja, weißt du das zufällig? Aber also du hast doch mal andere Effekte. Ja. Ja, wobei es tatsächlich so vollkommen ausgereicht hat, gerade mit neuen Spielern. Ja, okay. Wahrscheinlich, wenn man das 80 Mal durchgespielt hat, dann irgendwann könnte so eine Neuerung, eine neue Karte irgendwie was bringen. Aber so, alleine diese 16 Karten und deren Kombinationen, es ist ja, das ist ja der Wahnsinn dabei, ne? Es sind halt nur 16 Karten und es sind ja nur 7 unterschiedliche, ne? Ja. Die 8 ist nicht die Dings, ist die Love Letter. Ja, genau. Die Prinzessin ist die 8. Ne? Es sind ja nur 8 unterschiedliche Karten, aber ja, um die Kombination und zu entdecken und zu verstehen, was machst du jetzt mit der einen Karte? Da hast du schon so viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Und das finde ich, das ist tatsächlich enorm bei dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und dann hast dann dieses Blöffen und oh verdammt, du hast jetzt in der, also der ersten Runde hast du schon direkt die Prinzessin auf der Hand. Wie überlebst du das jetzt? Hoffentlich fragt dich keiner oder du musst irgendwie die Karte ablegen, weil er den Prinzen gespielt hat oder sonstiges. Das finde ich faszinierend und finde ich dann immer sehr herausragend, sehr beeindruckend, dass das tatsächlich mit diesen 16 Karten so ein tolles Spiel geworden ist. Ja, da, ich möchte unbedingt demnächst mal wieder dieses Lost Legacy spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sonja? Nee, die Sci-Fi-Variante, ne? Genau, das ist das Sci-Fi. Da wird in der Mitte halt noch, also es geht halt darum, das Schiff, die Lost Legacy zu finden. Und da, das ist, glaube ich, Karte 8, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe es auch erst zweimal gespielt. Aber da gibt es in der Mitte, gibt es halt noch so einen Stapel, also nicht kein Stapel, sondern so eine Auslage, so eine Dreierauslage, wo das Schiff denn auch sein könnte. Das heißt, du musst es irgendwie gucken, liegt es jetzt dort oder liegt es dort oder habe ich es jetzt auf der Hand und keiner darf es. Nee, Lost Legacy ist die 5, aber egal. Du musst es halt irgendwie suchen. Und wer es halt findet, gewinnt denn. Das ist halt auch cool. Da bin ich auch sehr neugierig drauf und da gibt es ja auch 2 Versionen. Es hat, glaube ich, aber nicht in Deutschland funktioniert, deswegen ist das irgendwie schwierig zu bekommen. Ja, Arne, hast du denn jetzt alles zusammen? Nein. Du warst ja mal auf der Suche. Ja, genau. Ich habe das Loot-Letter. Loot-Letter habe ich jetzt bekommen. Vielen Dank an den Graupi. Und wie hieß das? Den Arkenstein habe ich jetzt auch hier. Den Hobbit. Auch nochmal Dank an Graupi. Der hat mir die beide gegeben. Und du hast ja noch gesagt, was fehlte mir jetzt noch? Der Weihnachtsmann? Warten auf den Weihnachtsmann. Und was fehlte noch? Es gibt so eine Pummel-Einhorn-Version. Also wenn du sagst, du willst wirklich alles haben. Ja, du bist also scheiße. Da, das ist halt die Frage. Also zum Beispiel, das Batman, das kam glaube ich nur auf Englisch raus. Nee, wenn denn nur die Deutschen. Ja, aber auch da gibt es ja einige, wie zum Beispiel das hier mit Cthulhu, wo noch ein bisschen anderer Mechanismus reinkommt. Das also habe ich hier. Diese anderen sind halt reine Versionen des Grundspiels mit keinem weiteren Zusatz. Ja, halt anderen Kartentiteln. Das Weihnachtsspiel wäre wahrscheinlich echt nochmal ein Gag zu Weihnachten, das nochmal zu spielen. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte. Aber das Pummel-Einhorn. Obwohl, da hätte ich wahrscheinlich auch Spieler, die da drauf abfahren würden. Verdammt. Ja, ich werde da wahrscheinlich nochmal zuschlagen. Also es gibt da ja, das Star Wars habe ich halt auch noch nicht gespielt zum Beispiel. Also ich finde es immer noch krass, dass man da sowas aus diesem ne, wie René sagte, simplen Mechanismus da rausholt, ne? Also das ist klar, es wird da wieder noch was dran geflanscht. Also das, was ich halt bei Dominion vorhin doof fand, finde ich jetzt schon wieder hier faszinierend oder nicht faszinierend, aber zum Beispiel bei den Lost Legacy, wo dann halt doch nochmal so eine andere Mechanik reinkommt oder wie bei den Cthulhu, da darfst du ja nicht verrückt werden oder
bei dem Marvel Infinity Gauntlet heißt das ja, wo ein Spieler halt Thanos verkörpert und die anderen halt die Superhelden und müssen halt versuchen, dass der nicht die Infinity Stones bekommt und also das ist schon cool irgendwie. Bin da irgendwie neugierig drauf. Also ich finde das ein cooles Ding. Ja, auf jeden Fall. Okay, soll ich da mal weitermachen? Wir haben nämlich tatsächlich auch ältere Spiele gespielt, als wir bei Matthias waren. Was? So auch einige Neuheiten, auch Sachen, die wir Matthias gezeigt haben. Auf Achse. Ja, aber auch wirklich aktuelle Neuheiten, aber ältere Spiele. Und zwar haben wir ein Spiel gespielt und irgendwann sagte irgendwer M und Matthias sagte, ja, das können wir auch noch spielen. Und dann haben wir das Spiel M gespielt, was 2000 bei Abacus Spiele erschienen ist. Das ist aber nicht ne? Nee, es ist M. Ein Buchstabe M. Gab's nicht, es gab doch auch von Pegasus, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, spät. Das ist noch gar nicht so alt, oder? Das war auch ein Kinderspiel, ne? Mit den Mäusen. Ja. Ja, M ist ein abstraktes Legespiel. Und zwar legen alle gemeinsam so ein bis zu 6x6 Grid in der Mitte aus. Mit Plättchen, die haben eine Farbe, eine Zahl und ein Symbol in der Mitte. Und man versucht halt immer gleiche aneinander zu legen, also die sich irgendeine Gemeinsamkeit teilen von diesen drei Optionen. Und dann bekommt man Punkte, wenn man an mindestens zwei gleichartige Plättchen legt. Mehr, wenn man noch an drei oder sogar schafft, an vier zu legen. Und sobald fünf oder sechs in der Reihe sind, darf man werten, dann kriegen alle Plättchen. Es ist aber so, dass man nur für zwei Farben, es gibt fünf unterschiedliche Farben, und nur für zwei kriegt man Pluspunkte, für den Rest Minuspunkte. Und das war tatsächlich ganz witzig. Schnell gespielt. Und das ist ein Ding, wenn ich das irgendwo mal auf dem Flohmarkt finden sollte, das würde ich mir direkt zulegen. Ich sag mal so, in Suchmaschinen-Algorithmen ein Spiel mit M zu suchen, schwierig. Bei Boardgame Geek ist es tatsächlich der erste Eintrag, wenn man nur M. Ich hab's auch, ich hab's gerade gesucht. Mega Spaß mit Mini-Regeln. Ich hatte das irgendwie bei dir bei Instagram, glaube ich, gesehen. Da ich dachte, was ist das denn jetzt? Und ja, M. Ja, wie gesagt, es war auch witzig, wie es dazu gekommen ist. Irgendwer sagte M und Matthias sagte, ja, da habe ich was. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das passiert ist. Martin Schlegel. Ah. Dem haben wir auch mal gesprochen. Darauf wartet Matthias bestimmt. Der wartet die ganze Abend darauf, dass jemand sagt. Der hat bestimmt für jeden Buchstaben ein Spiel. Oh, Kaka oder sowas. Ah, ich habe ein Spiel mit K. Kennt ihr ja schon das Spiel K? M. Schon ein bisschen strange, Sonja. Ja, dann haben wir noch Attica gespielt. Von 2003 bei Heinz im Glück erschienen. Ein Spiel von Marcel André Casasola Merkle. Ist das hier das Spiel mit der Geschichte, dass das Spiel teurer wurde während der Messe? Weiß ich nicht. Ich glaube, die kenne ich nicht. Ich glaube, es ist das, was Matthias mal erzählt hat, dass das Spiel während der Messe teurer wurde. Weil sie es so gut verkauft hat. Ja, irgendwie sowas. Wahrscheinlich sitzt er gerade vor seinem Funkgerät, der Matthias, und sagt, ja, genau so ist es. Ja, das habe ich tatsächlich sogar selber im Schrank. Das haben wir mal auf dem Flohmarkt gefunden. Ausgepöppelt, alles gezählt und ausgepöppelt war nicht, aber alles gezählt, sortiert und zurück in den Schrank gelegt. Ja, jetzt wissen wir endlich auch, wie es funktioniert. bei dem bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob das wirklich gut gealtert ist. Da deckt man auf seinem eigenen also jeder hat ein eigenes Tableau. Alle haben genau die gleichen runden Plättchen. Das sind irgendwelche Gebäude in der Stadt. Und man kann entweder aufdecken und nach dem Aufdecken kann man sie direkt bauen, wenn man sie bezahlen kann mit Ressourcen. Man hat so Ressourcenkarten auf der Hand, auf dem Plan sind auch so ein paar Ressourcen. Die kann man nutzen, wenn man da drauf oder angrenzend legt. Und wenn man es gerade nicht bauen kann, hat man auf seinem Tableau für jedes Plättchen eigenen Platz, kann man es da ablegen und später eine Bauenaktion ausführen. Und dann muss man eben die entsprechenden Ressourcen bezahlen und das platzieren. Und um zu gewinnen, muss man einfach, es gibt so vier Gebäude an vier Enden und man muss versuchen, zwei Gebäude miteinander zu verbinden. Und
da ist es wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass andere es schaffen, diese Verbindung zu unterbrechen, dass man da ein großes Spielfeld aufbaut, von dem Matthias und Andrea uns auch erzählten, dass das ganz oft passiert. Nur bei uns ist es immer relativ schnell jemandem gelungen, so eine Verbindung herzustellen. Und ja, das empfand ich halt relativ glückslastig, weil eben durch dieses Aufdecken ist man halt nicht selbst so der Herr darüber, was man wirklich jetzt wirklich bauen kann. Was ein ganz cooler Kniff ist, also es gibt, die Gebäude sind so geclustert und es gibt ein Hauptgebäude. Und wenn man das gebaut hat, kann man die anderen Gebäude, die direkt dazugehören, wenn man sie angrenzend baut, kostenfrei bauen. Das fand ich schon einen ganz coolen Kniff. Ja, aber so insgesamt bin ich jetzt nicht so richtig überzeugt. Also kann das Spiel wieder ausziehen? Nein, das wird ja. Ja, und noch ein älteres Spiel, was wir gespielt haben, ist Luna von Stefan Feld aus 2010. Da hatten wir, glaube ich, im letzten Rückblick drüber gesprochen, oder nee, in einem der letzten Rückblicke mit Matthias. Und ja, ich mag Stefan Feld Spiele und auch das Luna hat mir gut gefallen. Okay. Auch wenn es optisch vielleicht die Zeit nicht gut überstanden ist. Es ist relativ bunt, es ist ja, aber spielerisch war das schon ganz cool. Aber ich mag halt auch Stefan Feld Spiele. Ich glaube ich nicht. Obwohl, irgendwo hatte ich jetzt auf der GenCon, hatte ich jetzt irgendwie gesehen, irgendwie, da tauchte wieder ein Spiel mit einem Würfelturm von ihm auf, ne? Dieses Marrakesch, glaube ich, oder was? Bei Queen Games erscheint das. Sonja kommt, fährt ja nach Bonn und wird berichten, wenn sie bei Queen Games war. Ja, wenn nicht noch irgendwas Blödes Unerwartetes dazwischen kommt, bin Corona ich unterwegs abhaken. Im September. Corona können wir ja für dich erstmal abhaken. Für mich, aber es kann ja auch immer noch durch andere Umstände Verlagsvertreter. Stimmt, ja. Autoren etc. Also. Wir hoffen und kreuzen genau. Die Finger. Ja, René, hast du noch? Ja, ich habe eigentlich genug diese Woche mitgebracht. Dann würde ich noch mal ein bisschen wieder zurück zu den Kindern gehen. Und zwar, das ist aber schon vor dem Urlaub passiert, aber heute haben wir auch noch mal gespielt. Und zwar Unlock Kids kam auf den Tisch. Das ist jetzt quasi die Kindervariante eines Escape Rooms, also die Unlock-Spiele. Und das ist tatsächlich eine sehr gelungene Kindervariante für solche Rätsel-Escape-Room-Spiele. Es ist ähnlich, also es hat natürlich Anleihen von Unlock, aber man kommt zum Beispiel komplett ohne Text aus. Es ist kein Text auf irgendwelchen Karten. Es sind noch nicht mal irgendwelche Codes, die man eingeben muss. Sondern es wird viel mit Symbolen gearbeitet. Das Ganze ist natürlich auch vom Thema her sehr kinderfreundlich. Also wir haben jetzt die ersten beiden Szenarien durch. Die spielen beide auf dem Bauernhof. Das ist einmal der Geburtstag und einmal wo ist Hertha die Henne oder Henne Hertha? Henne Hertha. Und dann gibt es noch, also es sind drei Kartensets dabei. Mit jedem Kartenset sind zwei Fälle mit verbunden. Dann gibt es noch das Schloss von Mac Unlock und auf irgendeinem Freizeitpark. Also insgesamt haben wir in der Box 6 Fälle drin oder 6 Spiele, die wir machen können. Die teilen sich so ein bisschen manchmal die Karten und auch manche Gegenstände. Denn zu dem normalen Kartenstapel haben wir jetzt hier auch eine Reihe von verschiedenen Gegenständen, die wir einsetzen können. Unter anderem einen Finger, mit dem man auf Sachen zeigen kann. Keine Ahnung, ja, erzähl weiter. Ein Finger, auf dem man Sachen zeigen kann, ja? Mhm. Ja, weil das Ganze läuft über so eine Symbolmechanik ab. Und zwar, du hast zu jedem Spiel hast du so ein DIN A, was ist das, DIN A5 großen Zettel. Da steht zum Beispiel drauf, was für mit welchen Karten du startest und mit welchen Gegenständen du zum Beispiel startest. Und dort ist eine Code-Tabelle drauf. Und zwar gibt es auf den ganzen Karten zum Lösen, gibt es immer so halbe Symbole drauf. Und du hast andere Sachen, die du mit denen kombinieren kannst, um dann ganze Symbole draus zu machen. Und du kannst dann in dieser Code-Tabelle nachgucken, okay, dieses Symbol führt mich zu welcher Karte.
Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Zahlen zu addieren muss, wie bei Unlock, sondern es steht dann, weiß ich nicht, oben Halbkreis, unten Quadrat, aha, dann gehe ich zu Karte 35. Und versucht man halt die Rätsel zu lösen oder den Hinweisen nachzugehen. Zum Beispiel in diesem der Geburtstagsparty muss man von der Ente die Einladung an seine Freunde versenden. Und als allererstes muss man den Frosch zum Beispiel suchen. Und dann hat man halt einen Brief als Pappmarker und da ist ein Stück Symbol drauf und dann hat man eine Landschaftskarte und dann muss man halt erkennen, von den drei Wegen, in welche ist dann der Frosch wohl lang gelaufen? Es gibt Fußabdrücke, ne? Aber das Kind muss halt erstmal erkennen, okay, woran kann ich denn erkennen, wo dieser Frosch lang gelaufen ist? Ist es da, wo die Hufeisenspuren sind, wo Federn liegen oder wo so merkwürdige Froschspuren sind? Und dann kannst du halt mit dieser Hand, mit diesem Finger auf diesen Weg zeigen, der ein Symbol hat und dadurch entsteht ein ganzes Symbol. Und dann kannst du sehen, ah, das war richtig, dass ich diesen Weg gewählt habe. Und dann kommst du auf eine neue Karte und da sind zum Beispiel dann 5 Frösche abgebildet. Jetzt musst du herausfinden, welchem Frosch muss ich jetzt diesen Brief geben? Dafür lege ich wieder den Brief, der auch wieder ein Stück von so einem Symbol hat, an den entsprechenden Frosch mit dem entsprechenden Symbol und kann gucken, ob ich richtig liege. Und so rätselt man sich halt dann durch das gesamte Spiel. Es gibt auch die Unlock-spezifischen versteckten Zahlen irgendwo, die aber tatsächlich nicht relevant sind für die Lösung des Spiels, sondern nur dazu da sind, um noch Bonuspunkte zu bekommen. Also wenn du alle versteckten Zahlen gefunden hast, kriegst du nachher noch Sterne extra. So als Motivation quasi. Das Ganze kommt auch ohne App aus, also komplett analog rätselt man sich ja durch. Ich muss jetzt sagen, das funktioniert, glaube ich, mit Unterstützung ganz gut. Ich glaube jetzt, also unsere Kleine, die ist jetzt 6, alleine würde sie da scheitern. Das würde sie nicht schaffen. Weil man ihr schon stellenweise hingehen, sagen muss, was musst du denn jetzt machen? Guck mal, der Frosch. Wo könnte denn der Frosch jetzt hingelaufen sein? Also diese Transferleistung immer zu erbringen. Ich muss jetzt hier mit diesem Fingermarker darauf zeigen, dass ich dann weiß, okay, da geht der Frosch hingegangen. Das ist noch sehr schwierig, aber mit entsprechender Unterstützung funktioniert das dann irgendwann ganz gut. Und man merkt auch schon, ob das man dann das zweite Szenario gespielt hat, das funktioniert dann deutlich besser als beim ersten Szenario schon. Also echt eine tolle Umsetzung. Bin jetzt mal gespannt auf die nächsten Fälle. Das waren jetzt auch die einfachsten, wie es jetzt weitergeht. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sachen zu spielen. Sind natürlich nichts für Erwachsene. Definitiv keine Herausforderung in irgendeiner Art und Weise. Also Sonja, du kannst dir das sparen. Steht bestimmt schon. Ja, habe ich mir schon gedacht. Steht bestimmt schon zu Hause. Nee, da habe ich tatsächlich noch einen Bogen drum gemacht. Letztens war ich kurz davor, am Prime Day so einen Hidden Games Kinderfall mir zu kaufen. Dann dachte ich mir, nee, der liegt jetzt so lange rum, bis meine Neffen und Nichte in 5 Jahren. Naja, es lohnt sich auch tatsächlich für Erwachsene nicht. Das ist natürlich auch keine Herausforderung da, weil die Rätsel sind dann schon für jemanden, der schon öfters mal gespielt hat, relativ offensichtlich. Für Kinder aber, glaube ich, auf einem entsprechend ordentlichen Niveau, dass man mit entsprechender Unterstützung, dass die da das auch gut schaffen können. Ja, deswegen, also ich würde sowas gerne meinen Verwandten zeigen, wenn sie dann das Alter erreicht haben, das zu spielen. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Gut. Anna, hast du noch was? Nee, das hebe ich mir noch auf. Wir hatten ja vorhin über Deckbauer gesprochen. Es ist bei mir wieder ein Deckbauer eingezogen und nicht nur einer, sondern das Doppelte. Ich habe ja mal über die War Chest Kriegstruhe geredet, ne? Kriegstruhe fand ich ja immer noch, oder finde ich immer noch sehr reizvoll. Und jetzt hatte Sonja irgendwann bei Instagram wieder gepostet, Nordafrika von Undaunted ist jetzt aber immer eingetrudelt. Und da habe ich so gesagt, ach, verdammte Sonja. Undaunted, ja, vielleicht ist das zu früh bei mir ausgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, 35 Euro für das Undaunted Normandy, also das erste Set,
ach verdammt, dann wollen die da Versandkosten für haben, das ist ja auch irgendwie doof, oder? naja, nimmst du denn Nordafrika noch mit? Jetzt habe ich am Wochenende das Normandie, habe ich in Sleeves gepackt, habe das Inlay rausgeschmissen, habe gedacht, vielleicht packe ich auch beide in eine Schachtel. Ich werde das jetzt denn in den Harz mitnehmen und Kerstin dazu nötigen, das mit mir zu spielen. Mindestens zwei Szenarien, habe ich gesagt. Da muss sie dann jetzt irgendwie durch. Ich habe auch den Mike gefragt, ob er sowas gegen mich oder dass wir sowas mal spielen. Der ist ja mit so Konflikten ein bisschen schwierig und über das Thema haben wir ja auch schon öfter geredet, ne Sonja, dieses Kriegsthema, und das ist ja im Moment aktueller immer noch denn je. Tue mich da auch immer noch so ein bisschen schwer mit der Sache. Ich versuche den zweiten Fantasy als Fantasy abzu... Na, keine Ahnung. Ist halt jetzt irgendwie doof, aber mich interessieren da tatsächlich eher die Mechanismen und Mechaniken. Ja, geht mir ganz genauso. Also ich kann da das Thema in Häkchen gut ausblenden. Ja, Spiel ist halt als Spiel. Muss man wahrscheinlich auch. Deswegen, also... ich hatte auch eigentlich, ne, wenn wir jetzt zu René gefragt fahren wären, ich habe René gefragt, ob wir es denn mal spielen wollten. Er hatte es dann auch bejaht. Das hatte mich dann halt darin bestärkt, das nochmal zu besorgen. Jetzt habe ich hier gerade sogar noch einen Tab offen von der Spieleschmiede. Da ist ja das. Die Verstärkungen. Die Verstärkungen jetzt ja noch eingetrudelt. Ja. Manchmal ist dann doch der Komplettionist so ein bisschen bei mir da. Eigentlich wäre es dumm. Aber ich möchte auf jeden Fall Undaunted jetzt wieder spielen, tatsächlich. Hm. Sonja, du spielst ja gerade sich so ein bisschen durch Nordafrika durch und bist so, Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also wir haben jetzt 5 der 11 enthaltenen Missionen gespielt. Ich spiele die Briten, Micha die Italiener. Und man kann schon sagen, dass die Mission sich nicht ganz ausgeglichen anfühlen. Mhm. Also es fühlt sich schon asymmetrischer an als bei Normandie. In den ersten Missionen hat man noch so viel, okay, man möchte hier die neuen Elemente einführen, man hat ja jetzt Fahrzeuge, die Einheiten einsteigen können. Also es gibt auch diverse Unterschiede, was so ein bisschen das Handling der Einheiten angeht. Beim Alten war es ja so, dass die Einheit drin bleibt, wenn man noch Karten im Vorrat hat. Mhm. Das ist jetzt neu. Also wenn man nicht früh genug die Karten ins Deck holt, dann kann es auch sein, dass die Einheit mit den noch verbliebenen Karten aus dem Vorrat raus muss. Okay. Es gibt auch Missionsziele, wo es heißt, du musst eben, also ich hatte zum Beispiel als Briten hatte einfach nur ein Missionsziel, ich muss mich zurückziehen. Das heißt, ich muss einfach ich habe 4 Punkte auf dem Spielplan, wo ich mit meinen Einheiten hinziehen bzw. darüber hinausziehen muss. Mich also quasi einfach nur vom Plan verpissen muss. Mhm. Und okay. Die Italiener sollen dann versuchen, mich aufzuhalten, indem sie meine Einheiten besiegen. Aber da fühlte sich doch das Weglaufen sehr viel einfacher an als das Besiegen. Und ich habe nicht so dieses, bei Normandie erinnere ich mich an wirklich knappe Partien, wo es so ein Hin und Her, wo es ein Belauern und jeder hat mal Treffer auf beiden Seiten gehabt und es waren immer knappe Entscheidungen, wer das Ding gewinnt. Und hier bei Nordafrika war es für uns bisher relativ eindeutig, wer die besseren Chancen hat. Und gefühlt sind da auch einfach die Missionsziele dran schuld, dass ein Spiel das einfach sehr viel einfacher hat. Und der es schwieriger hat, wenn der dann nicht so gut würfelt und dadurch nicht trifft, dann hat er eigentlich kaum noch eine Chance. Also ich bin gespannt, ob die letzten 6 Missionen das jetzt nochmal irgendwie rumreißen. Dann wäre es halt verschenkt, diese 5 Einführungsmissionen da zu machen, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Oder vielleicht ist es, also ich habe jetzt bei Instagram auch schon von anderen gelesen, ja, sie finden es total cool, weil es eben gerade so asymmetrisch ist. Mich konnte das bisher nicht begeistern und mich ja auch nicht. Ja, ich habe da mal jetzt in der Indie-Kategorie Kampagne dabei ja Spiele-Schmiede reingeguckt. Also da habe ich mal gesehen, diese Szenarien werden mit dieser Verstärkungskampagne oder Verstärkungsset, können die da richtig große Szenarien bauen? Das ist dann halt irgendwie, ja, da geht es dann richtig doch noch schon noch weiter in Richtung irgendwie, ja, ich will jetzt nicht Kampfsimulation sagen, aber das wird dann halt noch mal ein bisschen epischer oder sowas. Weiß nicht, ob man das sowas haben will, das ist ja dann die Frage, ne? Und auf Englisch gibt es ja, glaube ich, gerade das Stalingrad.
Da ist es mit, da wird es mit dem Thema ja nochmal eine Spur anders, finde ich. Also, ich glaube, das ist sogar so ein bisschen, hat sogar noch Legacy-Elemente. Ja. Es macht mich vielleicht auch neugierig, dass diese Reihe da irgendwie so gepflegt wird und so dieses Kriegstruhe so ein bisschen auch noch jetzt so abgeschlossen ist, wahrscheinlich. Und dass das andauernd jetzt so, dass, ja, dass da halt noch was passiert. Und wie gesagt, ich freue mich tatsächlich, dass die Spieleschmiede da irgendwie aktiv das unterstützt. Ne? Ja, wobei ich halt finde, es ist jetzt so, dass die italienischen Truppen italienische Titel oder Namen tragen. Und das, finde ich, macht das Spiel nochmal irgendwie, also mir, also ich habe ja die Italiener zum Glück noch nicht gespielt, aber es kommt auch häufig vor, so ja, ich schicke jetzt die los, ach nee, die sitzen ja in dem Auto, weil das, dann heißen die auch irgendwie noch ähnlich. Und das wird in der Spielschmiede-Kampagne halt, naja, wir haben uns dafür entschieden, weil das thematischer ist. Nee, ich finde es einfach nur kompliziert. Ah, okay. Stimmt. Und tatsächlich ist es auch so, dass die englische Umsetzung, die haben englische Titel, also selbst wenn du da mal nach was nachgucken willst in der englischen Anleitung, weil du irgendwas überprüfen willst, ob das passt, musst du da auch wieder umdenken. Und uns ist jetzt aufgefallen, dass ein Missionsaufbau, nämlich da sind die falschen Karten aufgeführt oder die falschen Einheiten abgebildet. Also da gab es auch schon wieder einen Fehler, der aber auch in der englischen Ausgabe drin ist. Okay. Ja, so ist es halt ein bisschen ärgerlich. Man hat beim Spielaufbau festgestellt, okay, ich soll die Einheit platzieren, aber ich soll die Karten rauslegen. Jetzt habe ich eine Einheit, zu der ich keine Karten habe und ich habe Karten, zu der ich keine Einheit auf dem Plan habe. Das kann nicht passen. Gut, das ließ sich dann relativ zügig auflösen, wie es gemeint ist, aber ja, das finde ich halt immer ärgerlich. Ja, aber es ist immer noch, also ich hatte ja damals irgendwie, glaube ich, ein Daunted sogar in der Spieleschmiede unterstützt. Da war ja dann auch schon irgendwie ein Fehler irgendwie in der Anleitung und das ist ja immer noch, ich weiß nicht, ob das denn immer noch der erste Printrun oder sowas ist, der ist ja immer noch da drinne. Okay. Okay, also, okay. Ja, ich dachte. Ja, zumindest hatten sie da ja auf der Website im PDF, glaube ich, sogar öffentlich hochgeladen, dass du dir angucken kannst, aber dafür musst du dich natürlich damit befassen und wissen, dass es da steht. Richtig, genau, ja, das ist dann halt immer noch so ein bisschen. Ja, ich werde mal gucken. Wie gesagt, ich werde versuchen, da Kerstin mal zu überreden. Ich weiß schon genau, dass sie da wahrscheinlich keine Lust drauf hat. Aber das hatte, glaube ich, auch der Markus irgendwie, Ex-Podcast-Kollege oder, ne? Der hatte gesagt, bei der Verstärkungsbox gibt es dann auch einen Solo-Modus. Ja. Wer den denn mag? Vielleicht ist das ja dann, ja, als ob ich Solo spielen würde. Ich muss mir das ja irgendwie schönreden, ne? Man muss sich ja so eine Anschaffung von 30 Euro ja auch gut überlegen. Der René, Crowdfunding und so, 30 Euro, das ist noch nicht mal Shipping. Peanuts. Noch nicht mal Shipping. Nee, das ist bei mir wieder irgendwie im Hause und beschäftigt mich im Moment. Und das, ja. Sonja, wie steuert, ich hatte irgendwie gelesen, diese Autos oder diese Fahrzeuge werden irgendwie ein bisschen komisch zu steuern oder geht das gut von der Hand? Nee, also ich habe schon gesagt, wahrscheinlich spielen wir sie noch nicht richtig. Du hast halt dann deine Einheiten, die haben dann ihre 3-4 Befehle, die du mit denen ausführen kannst. Also kannst du einfach auswählen, wenn die dann in so einem Auto sitzen, ist den meisten Plätzen in den Autos auch noch eine Sonderaktion zugewiesen. Da kannst du halt auf die Kartenaktion verzichten und stattdessen die Aktion ausführen. Das ist in der Regel mit dem Fahrzeug fahren. Dann hast du in dem Fahrzeug, kannst du besser erkunden und auch großflächiger erkunden. Dann gibt es auch sowas wie zurückhalten oder irgendwie Panzerangriffe. Ja, aber es ist, dann gibt es halt Plättchen, auf die darfst du mit dem Auto nicht drüber fahren, weil es irgendwie so schwergängiges Gelände ist. Dann ja, musst du das vorher macht aussteigen. Ja Sinn. Das macht tatsächlich Sinn, aber vom Handling ist es so, ja, eigentlich kannst du dich mit deiner Einheit ins Fahrzeug zurückziehen, dann bist du quasi erstmal ein bisschen geschützter. Wenn dann das Fahrzeug getroffen wird, kriegt das Fahrzeug einen Schadensmarker. Eine Einheit, also beziehungsweise eine Karte muss dann aus dem Deck raus, von einer Person, die im Auto sitzt. Ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mitspielen, um damit so richtig warm zu werden. Ja, also, ja, also. Aber ich hatte mich halt sehr drauf gefreut, gerade, dass es halt so ein neues Element hat mit den Fahrzeugen. Ja, ich gucke gerade, 2023, also die Reihenfolge ist ja Normandy, North Africa, das gibt es ja jetzt auf Deutsch, die für Reinforcements, die Verstärkung kommt. Stalingrad, weiß ich nicht.
Und dann ist ja schon, ist ja noch eine Box angekündigt auf Englisch, nämlich die Battle of Britain. Da wird es ja. denn sicherlich, ja. bitte? Die hatte ich auch schon mal gesehen, ja. Da wird es denn sicherlich mit Flugzeugen dahergehen. Das könnte auch nochmal, also. Scheiße, verdammt, jetzt hänge ich da wieder drinne. Mist. Ärgerlich. Ja. Aber René, du hättest das auch mitgespielt, ja? Ja, durchaus. Ja, du, weil ich dachte so, ach, René hat irgendwann mal die D-Day Dice vorgestellt. Da habe ich gedacht so, ach, vielleicht kriege ich den mit dem. Vielleicht komm mal. Nee, ich bin ja auch, jetzt kommen die Namen wieder. Veteran. Genau, ich bin Veteran. Aus dem Ersten Weltkrieg noch. Soll ich mal meine Schusswunde zeigen? Hast hier, guck mal. Hast du noch mit Stöcken auf dem Schwein geworfen? Oh Gott. Ja, was wollte ich sagen? Ach, wie heißt es jetzt? Memoir 44. Genau. Mhm. Na, was ich ja auch ein tolles System fand. Auch lange nicht mehr gespielt, aber mit dem Thema habe ich dann grundsätzlich eher weniger ein Problem. Mit Konfliktspielen dann grundsätzlich auch nicht. Ja, wie gesagt, vielleicht kann ich nächste Woche dann nochmal was erzählen. Oder nicht. Und es wird wieder verkauft. Oh. Boah. Sonja, man muss konsequent sein. Nee, das kann ich nicht. Ich habe ja jetzt auch 6 Spiele mehr, seit ich für Matthias nach Hause bin. Ja, siehst du, bei mir ist was eingezogen. Ist denn bei dir auch was eingezogen? Ja, ich kann ja so schlecht Nein sagen. Wenn ich immer zu Matthias fahre, sagt er hier, nimm dir den Karton mit und sieh zu, dass du den irgendwie loswirst. So sagt nee, er das zu mir. Und bei dir, da sagt er das. Hier, guck mal, das kannst du mal ausprobieren. Auch wollte er das nicht mehr spielen, kennst du das schon? Und ach, hier, guck mal, ich habe was mit Schafen für dich. Ja, aber eigentlich solltest du ihn ja auch verkaufen für ihn, nur du schaffst es denn nicht, den Step zu gehen. Nee, den Auftrag hatte ich nicht. Den habe ich nicht bekommen. tatsächlich, ich hatte ja Libertalia dabei, was ich mir jetzt doch zugelegt habe, nachdem ich da einiges Positives drüber gehört hatte. Und dann, bei dir ist es, glaube ich, schon wieder ausgezogen. Ja. Aber ich suche halt Spiele für 6 Spieler, die jetzt so ein bisschen vom Partyspiel weggehen. Ja, Schütte jetzt kann ich da empfehlen. Ja, das können wir tatsächlich auch mal rausholen, wenn sich die Gruppe geht auch trifft. Zu 6. Ja. Aber ist schon ein bisschen näher an Partyspiel dran, aber nicht ganz so, also ein bisschen. Und jedenfalls Matthias hatte Libertalia noch nicht gespielt, der hatte zwar die alte Ausgabe im Schrank stehen noch eingeschweißt. Und mir kam dann irgendwie am Samstag die Idee, okay, legst du Wert drauf, dass es noch eingeschweißt ist? Sonst könnte ich das ja mal auspacken, könnte ich ein paar Bilder machen. Kann ich auf meinem Blog wieder so einen Versionsvergleich machen? Alles klar, hier, zack, nimmst du mit. Ich so, nee, so war das gar nicht gemeint. Ich will doch nur, nee, hier kannst du ganz in Ruhe zu Hause Bilder machen. Nimmst du mit. Das will er wieder haben. Nee. Ich hab auch gesagt, ja, schicke ich dir zurück. Er so, nee, das bleibt das will ich nicht wiedersehen. Ne, wenn, dann würde sich wohl eher die neue Ausgabe holen. Ja, ich glaube, die neue, wenn, dann sollte man auch zur neuen greifen. Ich wollte es ja nur, weil ich dachte, ich mache ja ganz gerne auf meinem Blog so Versionsvergleiche, da kommt das ganz cool, wenn man dann auch Bilder zeigen kann. Naja, jetzt habe ich halt 2 Versionen von Libertalia hier. Ähnlich ist es mit, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, und zwar Alpenzian. Alpenzin, was? Alpenzia, also Alpen und dann Alpenzian, wie Enzian. Es wurde mir verkauft mit, hier, ich habe ein Roll and White mit Schafen, das musst du dir angucken, das kannst du direkt mitnehmen. Und ich schaute nur von hinten drauf und sagte so, das kenne ich doch schon, das ist doch mal als Sunflower Valley bei Hobby World erschienen. Und dann wurde mir gesagt, ja, nee, das ist hier die Originalausgabe. Tatsächlich ist es umgekehrt, habe ich mittlerweile festgestellt. Das Sunflower Valley ist das Original und daraus hat sich dann der Autor Fukutaru, ein japanischer Autor mit dem Wuta Franz Drien, das ist der Originalautor von Sunflower Valley, die haben sich irgendwie unterhalten und der japanische Autor hatte noch ein paar Ideen und dann haben die nochmal eine Neuauflage entwickelt. Ich habe mir kurz die Schafwürfel angeguckt und dachte mir, ja, okay, die sind schon cool, nehme ich mit. Um zu Hause festzustellen, dass ich es gar nicht spielen kann, weil es liegen nur japanische Regeln bei. Und ich habe auch online noch keine englischen gefunden. Aber ich habe jetzt wieder neue Würfel mit Schafen drauf. Liebe Hörer, kann jemand Japanisch? Helft der Sonja, schreibt uns mal an info@bretterwisser.de. Hier kann ich die von Pile of Happiness? Ja, ich glaube, die
Jen? Eine die von kann, den beiden. Japanisch. Ja, vielleicht muss ich da mal anfragen. Musst du mal anfragen. Ich meine, das grundsätzliche Spielprinzip kenne ich ja auch. Mich würde halt interessieren, was sie da wirklich geändert haben. Das hatte ich bei Boardgame Geek gelesen, dass da noch ein bisschen was passiert ist. Da ist aber auch ein Eimer Pummel-Einhorn über das Spiel gegossen worden, oder? Also so. Ja, also die Hobby-World-Ausgabe hat kräftigere Farben. Noch kräftiger, also ja. Mhm. Also wirklich so ein strahlendes Gelb und nicht so pastellartig. Alpenzian. Ja. Ja. Ja, und dann sind noch so ein paar kleinere Sachen, wo wir sagten, ja komm, dafür haben wir jetzt auch noch Platz. Zum Beispiel das Cryptid Urban Legends. Das ist ja eine Zweispieler-Version. Du hattest seine Mini-Version Rezension gelesen, oder? Ja, aber er sagte mir dann auch, dass es halt einfach nicht das Spiel für ihn und seine Frau ist, aber vielleicht ist es ja was für mich und mich. Ja, ja, ihr spielt ja auch viel Zweier. Und dann hat er sich auch von seinem Redlands getrennt. Auch ein Zwei-Personen-Spiel. Da habe ich gerade viel Gutes drüber gelesen, wo ich dachte, ja, also probieren würde ich das durchaus mal gerne. Ja, warte ich auch drauf. In der Spieleschmiede habe ich es irgendwie verbammelt. Wird hier denn irgendwann? Ich glaube, die machen sogar zwei Versionen. Einmal mit Deluxe-Karten, mit hier diese irgendwie Plastikkarten, die man nicht brechen kann oder irgendwie sowas. Ich bin da auch. Genau, also, das ist, glaube ich, auch eine Deluxe-Ausgabe. Da sind auch die Chips so richtig aus festem Material, nicht einfach nur Pappplättchen. Ja, und dann noch ein Zweierspiel, Seastead. Mhm. Zweispieler-Version im Flotilla-Universum ist. Flotilla kenne ich zwar nicht, also habe ich noch nicht gespielt. Aber das Seastead hat mich ja auch schon gereizt, als ich, wo habe ich es denn gesehen, von Strohmann. Mhm. Ach, letztes Jahr ein Essen, glaube ich, hatten sie. Letztes Jahr oder davor das Jahr? Nee, davor gab es ja kein Essen. Nee, letztes Jahr. und dann auch das Formosa T von Strohmann Games. Bin ich auch schon länger drum herumgeschwänzelt. Also jetzt habe ich sie hier, aber mal gucken, wann ich das wirklich alles gespielt bekomme. Ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwann zu mir kommst, vergiss es. ich sorge schon fürs Ausmisten selber. ja. René, möchtest du noch über das eine reden? Nee, das machen wir ein andermal. Weil das ist doch heute zum Inno-Spiel nominiert worden. Ach, du meinst das Buch? Mhm. Ja, können wir noch mal kurz drüber reden. Ich habe ja auch schon mal über das Buch geredet. Genau, und zwar reden wir nicht über ein Buch, sondern über das Buch, und zwar das Wonder Book. Mhm. Das hatte mir der Arne zugeschickt, als er es zu Hause mal ausprobiert hatte. Und nachdem er mir ein Video seiner Family geschickt hatte, als sie das Buch öffnen. Und zwar in dem Spiel Wonder Book geht es ja darum, man spielt Kinder, die ein geheimnisvolles Buch finden und dann dort Abenteuer erleben. Und man wird in dem Spiel von der Story her in dieses Buch auch reingezogen. Und der Clou bei der ganzen Sache, also es ist ein Abenteuerspiel, wo man halt mit seinen Figuren über den Plan läuft, gegen Monster kämpft, die dann immer wieder spawnen, man muss verschiedene Aufgaben erledigen. Und der Clou ist halt, dieses Wonderbook ist ein Pop-up-Buch. Und es wirkt von außen relativ unscheinbar, bis man dann es dann tatsächlich in der Mitte einfach aufklappt und auf einmal sich ein gigantischer Baum vor einem entblättert. Spoiler. Also tatsächlich, ja, der Spoiler ist auch auf dem Cover, glaube ich, drauf. Weil da kann man den Baum schon sehen, aber man ist trotzdem sehr geflasht, wenn man dieses Buch aufklappt und auf einmal sich dieser Baum da entfaltet. Und ja, das Tolle ist halt, es ist halt ein kompletter Spielplan auch, ne? Und man wird auch immer darauf aufpassen, nichts anzufassen oder rauszuziehen oder zu drücken oder zu schieben, wozu man nicht aufgefordert wird, weil überall lässt sich schon erahnen, oh, da kann man irgendwas machen, da kann man irgendwas rausziehen, da passiert irgendwas, was man also so entdecken kann in diesem Spiel. Und so läuft man halt dann auf diesem Spielplan rum und in diesem Buch rum und es sieht einfach fantastisch aus. Da kann man nichts sagen. Habt ihr da schon was gespielt oder? Ja. Viel. Hm? Also es sind ja 6 Szenarien, glaube ich, dabei, ne? Ja, 2. Okay, genauso viel, wie wir dann auch gespielt haben. Ja. Ja, und es gibt auch schon, es gibt geheime Umschläge, da muss man auf einmal was zusammenbauen während des Spiels und es dann benutzen. Das ist lustig im ersten Szenario, oder? Das ist schon irgendwie genau. So,
Okay, cool. Da wusste ich schon so, okay, es ist eine interessante Mechanik. Ja, und es ist relativ simpel auch von der Würfelmechanik und wie man die Monster besiegt. Aber halt auch im ersten Szenario baut man halt was zusammen und dann wird halt geflippt auf einmal. Du baust was zusammen und flippst damit über den Spielplan, was so am Anfang für Verwirrung sorgte. So, okay, wie funktioniert das denn? Aber es funktionierte einfach. Das war schon sehr erstaunlich. Und ja, man hat einfach unheimlich viel zu entdecken. Es kommen noch neue Karten hinzu. Die Charaktere können ihre Fertigkeiten verbessern, kriegen neue Sachen dazu, so dass du das nach und nach so entdecken kannst und diese Welt halt dann immer größer wird. Und Entscheidungen aus dem ersten Szenario setzen sich auch noch fort. Genau, oder selbst im ersten Szenario können Entscheidungen dazu führen, dass manche Sachen halt nicht machbar sind. Hm. Ja, oder es ist so, du hast 5 verschiedene Möglichkeiten, jetzt hier die Aufgabe zu lösen. Welche von den 5 sind jetzt, oder von den 5 sind 2 richtig, die anderen 3 sind falsch. Manchmal gibt es Hinweise darauf, welche die richtige Möglichkeit ist, welche sie nicht ist. Und so muss man halt das ganze Spiel halt erkunden und entdecken. Und es ist halt kein sinnloses, wir müssen alle Monster plätten, sondern eigentlich geht es darum, die Aufgaben zwischendrin zu erledigen. Und die Monster sind eigentlich nur Stören, so wie so Fliegen, die man halt immer wegmachen muss, weil es halt sonst unangenehm wird. Ja. Ja, und tatsächlich ein ganz tolles Spiel. Ich glaube, es ist halt für den breiten Markt, glaube ich, nur sehr begrenzt geeignet. Mhm. Aufgrund, ja, Thematik. Es ist schon sehr komplex, auch für ein Familienspiel. Und der Preis, muss man natürlich sagen, ist natürlich auch dann für den breiten Markt natürlich auch schon mal ein Knaller. Ich glaube, es war bei 60 Euro irgendwie, ne? Ich glaube sogar, das reicht nicht. Hätte ich jetzt auch behauptet. Ich glaube, es geht eher Richtung 70. Wie auch immer, auf jeden Fall ein höherer Preis, glaube ich, als die meisten zu bezahlen. Otto-Normalspieler bei 25 Euro schlucken, wird es halt mit Wonderbook schwierig. Ne? Also ja, du kriegst halt auch was dafür geboten, aber das muss der Händler dir auch schmackhaft machen. Ich gucke gerade, genau. Das liegt bei 57 gerade. Ja, siehst du doch. Sag ich doch, mit 60 gar nicht so schlecht. Mhm. Es hat natürlich auch einen gewissen Produktionswert, der dahinter steht, aber es ist trotzdem eine große Hürde, um da einzusteigen. Aber ich glaube, auch vom Spielerischen her kannst du damit ganz viel toll erleben. Du musst halt aber auch die Zielgruppe sein, ne? Ja. Und also da bin ich mir halt immer unsicher. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich beim Spiel des Jahres Podcast gehört habe, dass die Martina von Fuchs und Bär hat das mit Kindern versucht, da hat es nicht so gut funktioniert, dann hat es aber in ihrer normalen Spielegruppe mit Erwachsenen gut funktioniert. Andere sagen, ja, nee, das ist eher ein Kinderspiel. Deswegen bin ich da so wirklich hin und her gerissen. Einerseits würde es mich schon interessieren, aber bei dem Preis. Also es ist definitiv kein Kinderspiel. Aber dafür sind die Regeln. Es ist ein Spiel, was du als Fantasy-affiner Familie mit deinen Kindern spielen kannst. Aber ich glaube auch trotzdem, dass es Sonja mal spielen kann und spielen sollte, um mal zu erleben, was dieses Buch kann. Was da alles drinsteckt an Ideen. Also nur als, damit du so als Fortbildungsmaßnahme, weißt du, so dieses. Nee, einfach mal so. Okay. Und wie gesagt, heute ging ja irgendwie die Pressemitteilung raus für den Inno-Spiel, also diesen Innovationsspielpreis für Spiele, die in Essen denn prämiert werden. Das ist, glaube ich, echt groß gewesen, das Wonderbook und das Heyo. Und ich glaube, dass das könnte, kannst du dir ruhig mal angucken, Sonja. Also das ist jetzt spielmäßig auch nicht trivial, ist es jetzt auch nicht. Du hast ja schon Entscheidungen zu machen und gerade das strotzt halt vor Ideen. Nur wir haben es halt nicht mehr weitergespielt, weil dann irgendwann, du musst halt wie, das ist halt eine Kampagne, oder sind halt 6 Szenarien, die bauen so ein bisschen aufeinander auf und da musst du relativ schnell dranbleiben, sonst hast du denn wieder. Das Wort wäre schon richtig gewesen. Das ist eine Kampagne, Arne. Weil du kannst nicht sagen, du spielst das 3. Szenario. Ja, genau. Und irgendwann haben wir dann da den Faden verloren und dann habe ich gedacht, na, vielleicht kann René, der sollte das auch mal sehen mit der Family, da würde ich auch mal die Meinung wissen.
Ja, aber es ist schon, also für den Sechsjährigen ist es schon viel gewesen. Also ja, das war betreutes Spielen war das denn eher. Genau, es ist definitiv kein Kinderspiel in dem Sinne. Ne? Also es ist ein Spiel, was ich als Fantasy-affine Familie mit meinen Kindern gut spielen kann. Ich weiß auch nicht, wie gut Kinder so eine Sache wie Altruismus ausdiskutieren, wenn sie das aufschreiben müssen, das Wort. Hattet ihr das? Das hattet ihr da wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber ist den Kindern wahrscheinlich auch vollkommen egal. Ich musste erstmal nachgucken, was das bedeutet. Egal. Ja. Nee, aber ich hab mich dann auch nochmal so ein bisschen geguckt, was das ganze Ding denn noch kann in den höheren Szenarien. Und es ist dann schon so, okay, krass. Ja, okay. Da steckt halt noch mehr drin, wie man es am Anfang den Anschein hat. Und das ist schon cool. Ich möchte nicht wissen, wie das Ding produziert wird. Ich habe keine Ahnung. Also das muss ein Albtraum sein, das irgendwie zusammenzustecken, das Ding. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da gibt es halt wahrscheinlich Spezialisten, für die diese Bücher halt machen. Ja. Vielleicht haben wir gar keine Ahnung, was ist da für eine Szene. Wie sieht denn das mit der Podcast-Szene bei den Pop-Up-Büchern aus? Schon mal nachgucken. Schon mal jemanden einladen. Gibt es da Leute? Nein. Ja. Aber euch hat's gefallen und genau. Und es ist halt, das fand ich im ersten Szenario auch so cool, es sind alle Informationen offen. Eigentlich sind sie die ganze Zeit da, also du siehst sie nur nicht und irgendwann fordert dich eine Karte auf, irgendwas zu tun und dann ach fuck, ja, habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, ja, hier auch. Oh, ja, überall, verdammt. Ne? Also so ging es halt bei uns. Ja. Gut. Ja, über ein Spiel würde ich gerne noch sprechen, was wir dann am Abend als ja, eigentlich vorletztes Spiel gespielt haben. Und zwar bin ich ja großer Fan von Orléans und dem Backbuilding-Mechanismus. Aber da ich ja nicht der allergrößte Fan von kooperativen Spielen bin, habe ich bisher diese Erweiterung, die kooperativ spielbar ist, komplett ausgelassen. Invasion hieß die, ne? Genau. Das konnte Matthias und vor allem seine Frau Andrea nicht auf sich sitzen lassen. Und dann haben wir Orléans Invasion gespielt und zwar auch gleich zwei Partien, weil wir die erste verloren haben. Und dann fühlten wir uns herausgefordert, okay, das muss doch auch zu gewinnen sein. Und da habe ich gemerkt, dass Orléans noch immer ein super gutes Spiel ist und dass mir das richtig Spaß macht. Ja, war ein schöner Abschluss des Abends. Hat er dir das auch gleich noch mitgegeben? Nee. Davon trennt er sich, glaube ich, auch nicht. Nee. Das muss ich jetzt so nochmal versuchen. Um die Invasion habe ich irgendwie immer einen großen Bogen gemacht. Weil kooperativ, ja. Also ich habe die Handel und... Ja, die habe ich auch. Handel und Intrige, glaube ich. Handel und Intrige? Genau. Aber ich habe die irgendwann mal einsortiert in das Grundspiel. Seitdem liegt sie auch dort. Ich müsste mal wieder Orléans spielen. Ja, unbedingt. Ja, ich habe neulich schon mal nochmal wieder Eldorado rausgekramt. Ja, also im Moment, also alte Spiele und so, ne? Gut, ich glaube, heute ist lang genug jetzt, ne? Oder hat jemand noch was er jetzt sagen möchte oder wir verschieben es auf nächste Woche? Ich würde sagen, wir verschieben es. Genau. Ich rede irgendwann nochmal über Fabula Rasa. Das mache ich nächste Woche, ganz versprochen. Oder es wird hier so ein Running Gag. Nee, ich habe ja auch, wir haben ja natürlich noch viel mehr gespielt. Wir haben, glaube ich, insgesamt 12 verschiedene Spiele an dem Wochenende gespielt. Aber da gibt es auch Titel, da wird sich auf jeden Fall noch Gelegenheit ergeben, da nochmal genauer drüber zu sprechen. Genau. Ich glaube, das ist auch reicht für heute, ne? Kaum ist René wieder da, werden die Folgen wieder Überlänge hier. Ja. So wird sich das. Es ist jetzt nicht so, dass die letzten Folgen extrem kurz waren. Nein, die hätten auch noch länger sein können, aber du wolltest ja nicht. Nein, schön, dass René wieder da ist. Auf jeden Fall. Kommt auf den Discord, wollte ich noch sagen. Schickt uns Fragen der Wochen gerne per WhatsApp an die Nummer, Arne. 0170-5444-843. Kleine Story, da rief mich heute Morgen jemand an, auf diese Nummer, das habe ich auch später gesehen. This is Interpol calling. Your ID has been in misuse oder sowas. Also Interpol ruft schon auf die Bretterwisser-Nummer an. ich habe den gleich aufgelegt.
weil das so eine Roboterstimme war und warum sollte Interpol nicht anrufen? Warum nicht? Nein, das ist irgendwie gerade so eine Betrugsmasche, die wohl umgeht und man soll da auf keinen Fall irgendwas drücken. Press one for one, press two for two oder sowas ging es dann da weiter. Ich gedacht, ach nee, lass mal. Also wenn Interpol nochmal anrufen möchte, ich stehe gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Und alle Hörer können mir gerne auch noch mal eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. 0170544843. Ihr könnt mich da auch gerne an. Nee, besser nicht. Ich habe jetzt Urlaub. Genau. Gut, nächste Woche, ja, reden wir, glaube ich, noch mal über Spiele, ne? Sonja hat ja schon was angedeutet. René hat hier noch was stehen. Ja, ist noch genug da. Du hast noch was Großes da stehen. Da sind die Hörer bestimmt auch gespannt drauf. Da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Schaltet ein, wenn ihr wissen wollt, wie sich Renés Postbote gefühlt hat letzte Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.